Also, Schritt 1, wir öffnen das Trainingslager. Schritt 2, warum ist hier keine Musik? Schritt 3, wir gehen in die Twitch-App und hoffen, dass wir Hauke da finden. Er verdirbt in 2,5 Tagen. Da müssen wir uns das nächste Mal drum kümmern. Geht jetzt leider nicht. Wir müssen jetzt die Millionen holen, damit es hier noch irgendwas wird. Oh, guck mal, schon alles vorbereitet von Maurice. Richtig geil. So, warte mal. Erstmal gehen wir hier in die Twitch-App rein. Ja, geil, alles gefixt. Super nice. So. Ich gehe in den Live-Channel. Und dann warten wir, dass Hauke auch da reinkommt. So, in der Zeit bereite ich schon mal alles vor. Wir spielen zufällige Fragen. Geil. So, möchten Sie die Risikovariante? Nein. Möchten Sie Zeitlimit spielen? Nein. Okay. Hier schon mal alles vorbereitet. Ich glaube, bei mir sollte ich muten. Und Maurice, wir machen die Musik auf dem anderen Rechner, oder? Weil dann kannst du nämlich pegeln. Maurice hat es gehört. Ich glaube, Maurice stellt erstmal Hauke ein. Ich vermisse Hamu, ja, ich auch. Hoffentlich hält der Server heute. Ja, letztes Mal ist uns tatsächlich bei der 1-Millionen-Euro-Frage der Server abgeraucht und wir haben die Millionen nicht gewonnen. Warte mal, soll ich es hier ein bisschen größer ziehen? Ah, so. So ist gut. So. Ich mache mir ganz, ganz kurz einen Tee und sobald Hauke Hallo, da hallo ist, Matthias. erkläre ich. Hör ich Hauke? Nee, 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 ich bin nicht da. Okay, Hauke ist noch nicht da. Ich mache mir ganz schnell einen Tee, Hauke. Und dann können wir loslegen mit Wer wird Millionär? Soll ich in der Zwischenzeit Machst die du dann Regeln Werbung? erklären? Machst du Werbung an? Was habe ich an? Machst du dann Werbung an? Weil dann gehe ich wieder hier raus, weil dann höre ich über dich, glaube ich, immer den Werbesound und so. Nee, ich mache keine Werbung. Okay, gut. Mal nur ganz kurz, einmal Wasser heiß. Dauert ungefähr 20 Matteo, ich habe Sekunden. einen ziemlich geilen Vorschlag aus dem Chat mitgebracht. Für einen Joker oder was? Ja, nee, für vor allem, was wir machen, wenn wir eine Runde verlieren. Oh mein Gott. Und was wir, wenn wir die Millionen holen. Okay, warte, warte, warte. Dafür will ich im Studio sein. Warte ganz kurz. Ich komme. Warte, ich lasse gerade das Wasser kochen. Warum ist Hauke plötzlich so übertrieben laut? Ich bin auch immer laut. Ach so, weil ich nah ans Mikro gegangen bin, deswegen. Ach, Leute. Matteo, hörst du mich eigentlich noch? Ja, ich höre dich noch, aber hier, der Wasserkocher ist so laut. Also ich höre dich nicht. Also ich höre, dass du was sagst. Warte mal. Komm Okay, gleich. cool. Matteo ist mein bester Freund. So, an alle Leute, die jetzt gerade erst da sind und noch nicht wissen, was jetzt passiert. Also, ich spiele jetzt gleich wieder mit Matteo, so wie letztes Mal. Wer wird Millionär? Das bedeutet, dass wir uns zusammen durch die offizielle RTL-Page klicken und Wer wird Millionär da zocken. Dazu muss ich allerdings den ganzen Chat ausmachen. Ich mache Notifications aus und so, damit ihr keine Chance habt, mir irgendwie theoretisch was vorzusagen. Wir wollen ja nicht betrügen. Wir sind ja faire Typen. So, per se. Oh, ich bin übrigens 27 Monate Sub bei Ich werde Millionär. So. So, ich bin wieder da. Mein Tee ist ready. So, also Hauke. Erstmal hallo, wie geht's Ja. dir? Hallo, mir geht es gut. Danke. Sehr gut. Also, warte mal, mache ich erstmal die Musik hier aus? Genau. Ich mache die Musik an dem Rechner hier aus, Maurice. Kannst du die an einem anderen Rechner anmachen,
damit wir die dann pegeln können, weil die ist sonst zu laut, da höre ich Hauke nämlich nicht. So, also, was war jetzt die Idee, Hauke? Erzähl mal. Also, die Idee ist erstens, wenn wir verlieren, ne, wenn wir eine Runde verlieren, müssen wir für jede Runde, die wir nicht die Millionen geholt haben, 5 € an Wikipedia spenden, jeder. Warte mal, privat? Ich? Na, du kannst es auch über Bonjwa regeln. Da werde ich arm, Hauke. Da mache ich dann in der Stunde Minus. Wir verlieren 3 € oder so. Aber wie, 1 € oder 5 €? Ja, ich meine, 3 Runden oder so verlieren wir halt. Na gut, 1 €, Matteo. Ja, 2 €. Wenn wir 5 € machen würden, würde ich tatsächlich arm hier rausgehen. Aber okay, 1 € können wir machen. Ja, aber okay. Das ist der Vorschlag, okay. Okay, machen wir 1 €, okay? Damit ja. Du nicht arm wirst. Ja, okay. Dann für jede Runde, die wir verlieren, müssen wir 1 € in Wikipedia spenden. Aber, ja. Wenn wir die Millionen holen, müssen beide Chats irgendwas machen, was wir wollen. Okay, aber was, in was für einer Größenordnung? Also was denkst du denn? Aber wir könnten uns halt auch also den haben wir gut. Das ist halt ein Joker so. Also den haben wir danach gut. Wir könnten zum Beispiel, wenn das nächste Mal auf rügenwalder.de abgestimmt wird, was in die nächste Leberwurst soll, dann können wir sagen, sag mal, dass da Ananas rein soll. Ah, sowas also. Okay. Müssen die halt hingehen und dafür sorgen, dass da Ananas reinkommt. Okay. Okay, also das heißt, wir haben einmal Power des Chats Joker sozusagen. Mhm. Okay, das finde ich geil. Okay, dann machen wir das so. Übrigens kann irgendwer wieder einen Multistream anmachen. Das war, glaube ich, letztes Mal ganz praktisch für alle, die beides sehen wollen. Stimmt. Also ihr könnt Multistream anmachen und dann könnt ihr beides sehen. Also, ich erkläre mal ganz kurz die Regeln. Hauke und ich werden heute wieder versuchen, die Millionen zu holen bei Wer wird Millionär. Um das zu schaffen, dürfen wir beide uns beraten und wählen dann gemeinsam eine Antwort aus, auf die wir uns einigen. Wir haben 6 Joker. Unter diesen Jokern ist der Telefonjoker. Da werden wir jetzt gleich mal besprechen, wen wir da alles anrufen werden, weil wir müssen uns mal auch Gedanken machen, so wer uns ergänzt vom Wissen her. Dann haben wir den Cleverbot. Letztes Mal war meine Mutter war echt gut. Ja, deine Mutter war super gut, weil da ist auch nämlich so ein Generationsding, weil es gibt ganz viele Fragen, wo unsere Generation einfach, die wir nicht mehr wissen, so. Oder halt so allgemeine Sachen, so die einfach Leute, die halt schon lange leben, einfach wissen und ich nicht zum Beispiel. So, dann haben wir den Cleverbot als Joker. Hauke, der Cleverbot ist nicht nur nicht hilfreich, sondern der trollt mich hardcore. Ich habe am Dienstag einen IQ-Test gemacht. Ja. Ja, und dann habe ich den Cleverbot gefragt, ob Damaskus eine Stadt ist, weil ich dachte, Damaskus ist eine Stadt. Und da hat der Cleverbot geantwortet, nein, das ist ein Land. Damaskus ist eine Stadt. Und er hat mich falsch korrigiert. Dann habe ich in diesem. Also er sagt, er lügt sogar noch. Er lügt sogar noch vorsätzlich. Und das Krasse ist, der Cleverbot lügt nicht nur, sondern der weiß auch, wer wir sind. Ich hatte ihn letztens gefragt, kennst du einen Streamer? Meinte er, ja, dich. Dann versucht Cleverbot die ganze Zeit mit mir zu daten, aber immer wenn ich darauf eingehe und auch zurückflirte, sagt Cleverbot, dass sie eine Freundin hat. Cleverbot ist nämlich eine Frau, heißt Sophia, ist 28 Jahre alt, ist in einem Krankenhaus in der Nähe von Hamburg geboren. Haben wir schon alles rausgefunden. Also, wenn wir den Cleverbot benutzen als Joker. Ja. Ich weiß nicht, ob. Also, wir benutzen den ja, aber wir müssen aufpassen, dass er uns nicht verarscht, Hauke. Da müssen wir echt aufpassen. So, jedenfalls, das ist der nächste Joker. Der nächste Joker danach ist Google. Wir dürfen mit der Sprachaktivierung die Frage an Google stellen. Wie wir die Frage formulieren, ist uns überlassen. Und wir haben nur eine Chance, die Frage zu formulieren. Das heißt, wenn wir es verkacken, wenn wir uns versprechen oder irgendwas schief geht, ist es vorbei. Ist einer der mächtigsten Joker, aber hat uns bis jetzt noch nicht viel gebracht. Doch, einmal. Nee, also haben wir irgendwann damit mal. Doch, einmal, weil es muss halt die passende Frage sein. Genau. Das ist nicht so easy. Genau, es muss eine Frage sein, die man überhaupt so formulieren kann, was eh nicht so oft gegeben ist. Und es muss halt direkt die Antwort angezeigt werden. Nämlich der Joker darf nur so eingesetzt werden, dass nur die Ergebnisse, die auf Seite 1 angezeigt werden, die man sehen kann,
dürfen als Antwort benutzt werden. Das heißt, du darfst nicht irgendeinen Link anklicken und dann irgendwie tiefer suchen, sondern nur das, was dir direkt angezeigt wird, darfst du benutzen. So, ja. Dann haben also wir den Frosch-Joker. Oh, sorry? Nur erste Seite quasi, ne? Das genau, die richtig. Nur die erste Seite darf angeklickt werden. Dann haben wir den Frosch-Joker. Das ist Maurice. Maurice, für die, die es nicht wissen, ist, was Physik und Naturwissenschaften angeht, ein Experte. Das heißt, er hat eine Sonderstellung als Joker. Aber letztes Mal mussten wir den sogar bei einer anderen Frage sogar ziehen. Ich weiß gar nicht, was das war. Jedenfalls, Maurice ist ein Einzeljoker, der Frosch-Joker. Den können wir direkt befragen. Der kommt mit uns in den Voice und kann sich mit uns beraten. Dann haben wir den klassischen 50-50-Joker. Da werden die Hälfte der Antwortmöglichkeiten, die falsch sind, weggestrichen. Kennt jeder, muss ich nicht erklären. Und der letzte Joker ist der Streamer-Joker. Der funktioniert folgendermaßen. Wir suchen uns auf Twitch gerade einen Channel raus, der live ist. Und dann darf der Chat, also ihr im Chat, dürft in den Chat von diesem Streamer gehen und die Frage formulieren. Wir dürfen nur den Stream ansehen auf Vollbild und müssen warten, ob irgendeine Antwort kommt. Der Streamer darf im Prinzip alles außer googeln. Sobald der Streamer anfängt zu googeln, ist der Joker verbrannt und wir müssen den Stream schließen. Das heißt, ihr müsst es auch irgendwie so schlau formulieren, dass der Streamer versucht zu antworten, aber nicht sofort losgoogelt. Also letztes Mal war es so, wir haben Andy Dev Stream aufgehabt und der hat dann, glaube ich, sogar seine Frau gefragt oder so. Ich weiß es nicht. Und jedenfalls, das ist halt ein tricky Joker, aber der halt könnte auch sehr mächtig sein. Wenn die Person sein. Googelt, müssen wir ihn abbrechen. Bitte? Ja, wenn die Person googelt, müssen wir halt abbrechen. Genau, richtig. Sobald die Person anfängt zu googeln, brechen wir sofort ab und gehen da raus. So, ich habe es noch ein bisschen lauter gemacht, damit ich besser höre. So. Irgendwie kommt bei mir auch keine Musik gerade. Ich weiß auch nicht, ich krieg nicht mehr hin, dass die Wer wird Millionär-Musik kommt. Du musst ein Spiel starten und da oben ist so ein kleiner Lautsprecher. Ja, aber was ist zufällige Fragen, ne? Genau, habe ich gemacht. Und dann oben einfach diesen kleinen Lautsprecher anklicken. Der geht nicht bei mir irgendwie. Okay. Ich weiß nicht warum. Das ist strange. Lad vielleicht mal die Seite neu oder hast du den Browser irgendwie, den Tab gemutet? Habe ich auch schon neu gestartet, den Browser, geht trotzdem nicht. Aber andere Tabs gehen vom Sound her oder was? Ja, irgendwie schon. Ich guck gerade mal. Okay. So, gut, alles klar. So, das sind die Joker, das sind die Regeln. Wir werden uns jetzt gleich Gedanken machen über die Telefonjoker, wen wir anrufen werden. Wir werden, während wir die Runden spielen, dürfen wir nicht den Chat sehen. Das heißt, jegliche Chat-Interaktion ist für uns verboten. Das heißt, wir können leider nicht auf die Sachen antworten, die ihr uns schreibt, aber tauscht euch gerne rege aus im Chat und spätestens, wenn der Streamer-Joker kommt, brauchen wir euch sowieso. So, ich werde jetzt den Chat wegdrehen. Okay. So, und das heißt... Ja, warte kurz, ich muss erstmal das Lied abkriegen. Ach so, okay. Genau, wir machen das nämlich auch so. Hauke und ich, wir spielen Wer wird Millionär von 21 bis 22 Uhr. Wir haben jetzt ein bisschen später angefangen, das heißt, wir dürfen leicht überziehen. Und wir spielen dann die letzte Runde einfach zu Ende. Das heißt, wenn wir irgendwie um 21.59 Uhr noch in der Runde drin sind, spielen wir diese Runde auf jeden Fall noch bis zum Ende durch. Und danach... Okay, hier wird gerade gefragt, ob wir uns ein eigenes Zeitlimit pro Frage setzen können. Nee, oder? Das doch nicht. Nee. Wir reden einfach ganz offen drüber. Und ich meine, letztes Mal kamen auch richtig geile Gespräche raus, wo wir richtig lange überlegt haben. Das fand ich richtig cool. Ich würde mir da kein Zeitlimit setzen. Ich fand das ganz geil. So, okay, gut. Und das heißt, für die lieben Leute, die jetzt irgendwie abonnieren oder sowas oder Bits da lassen, wir werden euch nach der Show vorlesen, weil sonst ist es ein bisschen doof, wenn wir da mittendrin immer das machen. Das heißt, nach der Show lesen wir euch wieder vor. Also jeweils bei Hauke und bei mir. Okay. Gut. Also Hauke, dann würde ich sagen, einigen wir uns auf die Telefonjoker, oder? Ja, warte. Ja. Ja, doch, okay. Wen wollen wir denn nehmen als Telefonjoker? Also, deine Mutter war schon mal super. Würde ich so behalten, wenn es für dich okay wäre. Ja. Ja. Dann... Ich würde Gino behalten als Telefonjoker, weil wenn es um Sport und Ernährung geht, also Sportwissenschaften in dem Sinne, ist er trotzdem, glaube ich, noch eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Das stimmt. Ja. So, dann weiß ich schon nicht mehr, weil, also letztes Mal hatten wir noch Niklas da und Jens, ne?
Und du hattest, glaube ich, aber noch deine Freundin. Und deine Freundin, das war ja irgendwie... Die ist nicht da. Ah, die ist nicht da? Nein, die ist heute nicht da. Die ist im Urlaub. Okay. Die ist gerade klettern auf dem Mann. Ah, okay. Was wäre mit Ben, den du letztes Mal vorgeschlagen hast? Oder fällt dir jemand ein? Eine Option. Ben ist halt echt ein smarter Typ. Ja, genau. Denke ich nämlich auch. Und der ist halt, also, der ist auch so ein Typ, der viel rumkommt, viele Leute kennt, oder? Ben ist halt nicht dumm so, ne? Der ist halt wirklich eine gute Wahl. Ja. Der weiß halt eine Menge Scheiß und so. Er kennt sich gut aus mit vielen verschiedenen Gebieten. Okay. Marco wird hier noch vorgeschlagen. Ist auch eine Option. Marco? Nein. Bei Marco ist das Problem, ich kann, glaube ich, nicht so gut einschätzen, was der alles weiß. Also, kann ich auch nicht. Und ich wüsste jetzt kein Spezialgebiet bei ihm, außer YouTube. Wir brauchen halt Spezialisten, ja, das ist das Ding. Der ist auch grundsätzlich nie um den Kopf gefallen, aber... Nein. Ey, Alter, ich weiß nicht, ich kann diese Musik nicht mehr anmachen. Ah, jetzt geht's. Musst du einmal aus und wieder anmachen. Ach so, okay, nice. Okay, haben wir, wir brauchen Spezialisten, Hauke. Wir brauchen Spezialisten. Guck mal, wir haben Naturwissenschaftsspezialisten mit Maurice und mit Gino. Wir haben so, was so Allgemeinwissen und Politik und sowas angeht, haben wir deine Mutter, oder? Florentin wird hier noch vorgeschlagen. Da habe ich keine Nummer. Hast du die Nummer von Florentin? Ich hab die, ja. Ich guck nochmal nach. Ich habe irgendwie vor kurzem mal ein paar Nummern verloren. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Florentins noch hab. Weil der weiß extrem viel. Den hab ich nicht. Shit, den hab ich nicht. Hast du nicht? Wäre gut gewesen. Ach, Matteo hab ich auch leiser gemacht. Sorry, ihr habt recht. Alles gut. Ich mach's wieder. Richtig. Sag mal was, Matteo, bitte. Hallo, Test. 1, 2, 3. So, jetzt müsstest du gut sein von der Lautstärke. Das Wer wird Millionär-Ding regle ich einfach alleine. So, ich überlege jetzt noch. Gibt es noch jemanden? Ich überlege, ob ich meinen Bruder vielleicht mit reinnehmen soll. Aber ich glaube, mein Bruder und ich, wir wissen relativ ähnlich. Also wir haben so einen ähnlichen Wissensschatz. Nur mein Bruder... Kann der vielleicht zufällig wirklich Italienisch? Nee, der kann schlechter als ich Italienisch. Also der war auch nicht im italienischen Unterricht oder so. Also die Option, Chat, wie ist denn die Musik? Ist die gut so? Bei mir jetzt im Stream, müssen die Leute mal sagen. Ja. Also was haben wir denn noch? Politik bin ich halt schlecht. Politik auch. Und Geografie bin ich nicht besonders. Genau, Politik, Geografie und überhaupt so die ganze... So alles, was so auch so Gesetzgebung und sowas angeht. So, keine Ahnung. Habe ich auch keinen Plan. Aber wer... Ede wird hier noch vorgeschlagen. Ede? Oh, der hat halt Kinder, den kannst du nicht um 21 Uhr anrufen, das kann auch voll in die Hose gehen. Nee, wir müssen auch dran denken, es ist sogar wichtiger, jemanden zu haben, den man auf jeden Fall erreicht, weil jemand, der viel weiß, den du aber nicht erreichst, der ist halt nichts wert. Also meine Mama erreichen wir garantiert, wenn ich die nicht auf dem Handy erreiche, kann ich halt einfach zu Hause anrufen. Ja. Gino denke ich auch. So, dann lass uns einfach Niklas nehmen, der hat halt sehr viel Serienwissen. Also weißt du, was ich meine? Der guckt eine Milliarde Serien. Vielleicht ist da irgendwas, vielleicht gibt es irgendeine Frage, die bei ihm hängen geblieben ist. Wir könnten halt meinen Kumpel Simon noch nehmen. Der macht gerade seinen Doktor in Biotechnologie. Der ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen und der ist sehr interessiert. Der liest sehr viel so. Der liest auch Politik und so. Einfach ein sehr interessierter Typ. Okay, du hast mich überzeugt. Wir nehmen Simon mit rein. Also, das heißt, unsere Joker sind Gino, deine Mutter, Simon... Mein Kumpel Simon, ja. Ja, dein Kumpel Simon und wen haben wir noch mit drin gehabt? Niklas, oder was? Da haben wir vier? Man hat doch immer nur drei, oder? Ach, stimmt, man hat immer nur drei. Letztes Mal haben wir uns sogar fünf gegeben oder so. Okay, dann nehmen wir nur die drei. Also, Simon, deine Mutter und Gino. Die drei nehmen wir? Wir können ja wechseln zur nächsten Runde. Okay, und es gilt, für jede Runde... Spenden wir 1 Euro. Ich spende jetzt 5 Euro an Wikipedia. Das Wikipedia, die sind geil. Okay. Spenden wir auf jeden Fall jeder das Geld, das wir entbehren können, an Wikipedia. Ja. Und wenn wir die Millionen holen, müssen beide Chats, alle Leute, die jetzt da sind, irgendwas tun, was wir uns überlegen. Ja. Chat, warte mal, wir gucken nochmal in den Chat rein. Das darf nicht so hart sein, das ist schon eine logische Grenze, was geht und was nicht geht. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wie gesagt, stimmt mal bei Rügenwalder alle dafür ab, dass Ananas in die nächste Wurst kommt. Oder geht mal alle auf Social Media und schreibt, muss schon was Lustiges sein, nichts mit krassem Eigennutzen oder so.
Ja. Irgendwas Lustiges. Ja, ja, ja. Chat, stimmt ihr ein? Ist es für euch okay? Wir müssen auch den Chat fragen, oder? Ich gucke jetzt nochmal in den Chat, wir dürfen es ja noch. Ich würde sagen, sag mal, ob ihr dabei seid, ob das ein Deal ist, mit dem ihr leben könnt. Ich poste auch nochmal den Multi-Twitch-Link im Chat. Ja. Ist okay. Kind of a big deal. Deal, deal, ja. Deal. Deal, deal, deal. Ich habe jetzt auch neue Emotes, Matteo. Ich habe jetzt eine Gurke. Nice. Eine Gurke mit Gesicht? Mit einer Brille. Nice. Also ist ja wie ein Gesicht. Eine Brille und ein Mund. Okay, das ist sehr gut. Ja, hier wird auch fast einstimmig 69 Leute gegen 5. Also somit beschlossen. Also jetzt der Chat weg und okay. Jetzt geht's los. Also Hauke, bist du bereit? Okay, warte, ich muss dich ins Vollbild machen. Mhm. Ich tue jetzt meinen Chat auch weg und ich muss Pause Alerts. So. Wenn ich doch einen höre, muss ich sofort merken, da stimmt was nicht. Okay, Alerts sind aus. Ich gucke nicht mehr in den Chat. Außer ich muss irgendwie an die Live-Regie. Ich überlege gerade, ob ich alles richtig habe. Aber warte, ich muss noch eine Sache machen. Ich muss noch einmal so machen. Das muss an einen anderen Tab, falls ich die Musik irgendwie ausmachen muss oder neu starten muss. Da, das muss dahin. So. Dann zu, damit ich kein Google habe und so. Und Vollbild und go. Okay. Ich bin soweit. Wer wird Millionär? Ausgabe 2 startet jetzt. So, erstmal sind wir nur diese... vorlesen, weil bei mir kommt es verzögert. Genau, also erstmal sind nur diese Ordnungsfragen. Ich lese mal vor. Wie lautet Willi Ostermanns berühmtes Bekenntnis in Liedform, eine Stadt am Rhein ohne Bus, Bahn oder Auto aufzusuchen? D, A, B, C. Ich klick's einfach D, A, B, C, weil... Okay, stimmt alles, Hauke, nice. Aber die Frage ist ja eh nur... Ist ja nur Performer, damit wir mitmachen dürfen. So, es beginnt für 50 Euro. Wobei kommt es nur auf das Urteil des Gaumens an? Schiedsgericht, Fertiggericht, Verfassungsgericht oder Amtsgericht? Das ist B. Ja, lass einfach schnell durchrocken. Genau, machen wir ja, schnell. Genau. Lass die ersten 5 einfach schnell weghauen. Ja, 50 Euro. Wir wollen uns. An die verfickte Million. Richtig. Was schützt vor Regen? Salzkram, Pfefferplunder, Ölzeug, Essiggerümpel. Was schützt vor Regen? Salzkram, Pfefferplunder, Ölzeug, Essiggerümpel. Ich habe Ölzeug jetzt noch nicht gehört, aber es wäre das Einzige, was Sinn macht. Genau, das wäre das, was Sinn macht. Pfefferplunder. Nee, das ist ein Pfefferplunder, Hauke. Ich glaube, ein Pfefferplunder ist ein anderes Wort für so einen kleinen Schirm oder sowas. Oder okay, wenn du das sagst. Nein. Also es ist nicht safe. Das ist nicht safe. Aber irgendwie in meinem Hinterkopf ist Pfefferplunder irgendwas... Ich habe das noch nie gehört. Ich auch nicht. Also ich habe nur im Hinterkopf... Ich dachte, man sagt Ölzeug zu sowas wie ein Friesen, so ein Friesennerz und so. Ich dachte, das wäre Ölzeug. So... Sachen mit Stoffe mit Plastikanteil drin. Ja, das war auch mein Gedanke, so dass so Kunststoffe Ölzeug genannt werden, aber oh Gott. Ja, komm, Matteo, scheiß drauf, lass zocken, Alter. Das ist 100 Euro. Da kann man halt mal rausfliegen. Ich sag Ölzeug. Wenn du jetzt sagst Pfefferplunder, das ist es, dann glaube ich dir. Nee, ich bin jetzt... Oh nee, Hauke. Du nimmst... Also ich wäre beim Pfefferplunder, aber ich kann... Nur so 10%. 10%? 10% Pfefferplunder, würde ich sagen. Das ist weniger als bei 4 Fragen, ist das schlechter als raten. Ja, weil die anderen schließe ich aus. Keine Ahnung. Dann hast du 100%. Nein, dann... Okay, dann sage ich, warte mal. Dafür benutzen wir keinen Joker, komm. 30% Pfefferplunder. Was sagst du, Ölzeug? Du kannst den Cleverbot fragen von mir aus. Oh, ja, 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 ja. Lass jetzt bitte trocken, das ist sonst echt ein Mauerstart hier, ey. Ich werde jetzt loslegen. Ich habe eine eklige Birne jetzt. Aber ich würde Pfefferplunder nehmen und du würdest Ölzeug nehmen. Klar, Alter. Boah, Hauke, ich... Was schützt vor Regen? Was schützt vor Regen? Ölzeug. Pfefferplunder. Salzkram. Kram, Zeug, Plunder, Rümpel. Fuck. Mann, das ist Ölzeug. Ey, sind Pfefferplunder nicht so kleine Schirme? Sind Pfefferplunder nicht einfach so kleine,
wie diese kleinen Knirpse. Nee, oder? Warum sollten die Pfefferplunder heißen? Warum sollten die so heißen? Ich hab's noch nie gehört, sag ich offen. Wenn das stimmt, Respekt, ich hab das noch nie gehört. Das Wort klingt auch super ausgedacht. Ja, ungefähr so wie Essiggeründel. Ja, das klingt auch ausgedacht. Aber irgendwo in meinem Hinterkopf klingelt's. Also sollen wir Ölzeug nehmen? Ja, nimm Ölzeug. Wenn wir durchfallen, fuck it, dann hat Wikipedia halt Kohle und wir können eine neue Runde machen. Okay. Wir haben wenigstens einen peinlichen Einstieg hier gemacht. Ich nehme C, Ölzeug. Oh, Hauke ist richtig. Oh, fuck, wie kam ich denn auf Pfefferplunder? Was ist ein fucking Pfefferplunder? Oh, Gott sei Dank haben wir auf dich gehört, Mann. Okay, nice. Weißt du, was mir gerade eingefallen ist übrigens? Für nächstes Mal wäre geil, wenn theoretisch über die Twitch-App ihr mit dir die Geräusche vom Spiel ausgeben könntet. Weil dann höre ich auch das Klicken und so. Ja, aber ist egal, weiter. Das Ding ist, ich habe den Sound sogar von dieser. Der ist bei uns nicht da. Ach so. Weil wir den. Weil wir den Sound einspeisen von einem anderen Rechner, damit wir den pegeln können. Okay. Also. Ja. So, also nächste Frage für 200 Euro. Das wäre schon fast vorbei gewesen, ich Idiot. Okay, für 200 Euro. Kommen. Der Chat feiert uns bestimmt gerade, was für scheiß Genies wir sind. Ja, ja, total. Chat ist sowieso nie getriggert bei diesem Spiel. Okay, kommen Ungläubige nach Hause, dann kehren Eberswalde, Heidenheim, Iserlohn, ja. Ludwigsburg. Ja. Heidenheim. Wie geil das wäre, wenn Simon Ung ein Format macht, wo er irgendwie Buddhismus für sich entdeckt und das heißt ungläubig. Würde ich gucken. Finde ich ganz geil. So, alles klar. Nächste Frage für 300 Euro. Wer wiegt ungefähr 4 Kilogramm und ist circa 34 Zentimeter hoch und etwa $300 wert? Ja, Willi, Oskar, Fred oder Gustav? Es kann eigentlich nur Oskar sein, oder? Das ist der Oskar, die Oskar-Statue, die ja. Ist so hoch. Das andere gibt überhaupt keinen Sinn. Okay, wir nehmen den Oskar. Richtig. 300 Euro gehören uns. Für 500 Euro, wer in den Ferien an den Balaton fährt, macht Urlaub am Seichtenteich, Flachenweiher, Plattensee, Trüben Tümpel. Da geht auch nur wieder Plattensee, oder? Ja, ja. Ja. C, Plattensee, loggen wir ein. Und geil, 500 Euro los. Gehören uns. Easy. Bis jetzt, walk in the park. Hammer, Alter, Hammer. Das ich habe das mit dem Ölzeug schon wieder vergessen, Hauke. Ich habe das schon wieder direkt vergessen. So. Das mit dem Ölzeug. Ich habe das noch nicht vergessen mit dem Ölzeug. Okay, also für 1000 Euro. Wer gehört zu Thomas Manns Buddenbrocks? Toilettentrude, Lokuslisa, Clotilde, Töpfchen Gerda. Ich hab's nicht gesehen, nicht gelesen. Ich hab Thomas Mann habe ich auch nicht gelesen und Buddenbrocks. Doch, Thomas Mann Kleider machen Leute habe ich gelesen und so, aber nicht die Buddenbrocks. Also was etwas klingt wie eine Figur, die man sich ausdenken würde, ist halt Clotilde, weil es ein cooles Wortspiel ist. Das ist aber ein Name. Clotilde ist halt ein Name. Ja, aber die anderen halt nicht. Hundertprozentig. Ja, aber Töpfchen Gerda, das kann halt auch hinkommen wegen irgendwas. Aber ist es nicht Truthilde und Clotilde ist dann die Anspielung? Nee, es gibt eine Clotilde, das ist ein Name. Aber die schreibt man dann mit Clot, also mit C-L-A-U oder was? Also mit D. C-L-A-U-D? Nein, Clotilde, das gibt's, das ist ein Name. Das ist ein richtiger Name? Okay, Hauke, ich habe aber keine Ahnung. Clotilde. Ich habe keine Ahnung. Wir brauchen einen Joker. Okay, wir brauchen einen Joker. Sag, Telefon, meine Mutter weiß es zu 99%, nur als erster Vorschlag. Ja. Cleverbot ist ein nutzloser Idiot. Cleverbot ist absolut nutzlos in dem Fall. Frosch glaube ich auch. Google weil das ist schwer. Das ist ja klassische Literatur. Warum? Nee. Streamer, viel zu schwer, glaube ich. Viel zu gamblig. Google würde gehen. Ja, 50-50 bringen. Ja, Google ist halt schwer zu stellen. Ich glaube, wir müssen fast anrufen. Ja, okay. Dann lass uns deine Mutter anrufen, Hauke. Hauke, du rufst deine Mutter an. Okay. Ich höre dich dann halt kurz nicht, während ich telefoniere wieder, aber ich rufe meine Mama wieder an. Ja, ich sag ja eh nichts. Okay, wir ziehen also den Telefonjoker und Hauke ruft seine Mutter an. Gott. Achso, danke Daisy, dass du mir geschrieben hast. Ich habe vergessen, die Szene zu wechseln. Jetzt stimmt's. Jetzt ist es da. Ich war ein bisschen dumm. Ah, okay. So. Ja, ich rufe meine Mama an, Ja, ja. Sekunde, da ist schon Mama. Okay.
Hallo Mama, hier ist Hauke. Ich spiele wieder Wer wird Millionär und diesmal habe ich eine Frage zu den Buddenbrooks. Sag mir bitte, du kennst die. Okay, pass auf. Wer gehört zu Thomas Manns Buddenbrooks? A. Toilettentrude, B. Locus-Lisa, C. Clotilde oder D. Töpfchen-Gerda? A. Die Toilettentrude, B. Die Locus-Lisa, C. Clotilde oder D. Töpfchen-Gerda? Thomas Manns Buddenbrooks. Okay, Toilettentrude. Okay, das hat mir aber schon geholfen. Danke dir. Tschüss. Okay, sie ist sich nicht sicher. Sie sagt Toilettentrude, aber das ist nicht sicher. Okay. Sie sagt, das ist Jahre her, dass sie das gelesen hat. Das Problem ist, ich kann auch nicht abschätzen, ob das wahrscheinlicher ist als eins von den anderen. Also, ich kenne halt meine Mama so. Ich sag mal, so Literatur ist sie wirklich nicht schlecht. So. Normalerweise, wenn ich jetzt alleine spielen würde, würde ich sofort nehmen. Dann lass es nehmen. Weil auch ihre 50% sind nicht schlecht. Dann lass es nehmen. Ich meine, wenn es falsch ist, wir hätten es auch so nicht gewusst. Außer wir können, andere Option ist, der jetzt noch einen 50-50 Joker auf gut Glück reinzujagen. Also eine andere Option haben wir eh nicht. Oder Toilettentrude zu googeln, um uns zu versichern. Boah, das wäre zu hart. Nee, genau, vor allem bei denen so. Lass Toilettentrude nehmen, wenn es falsch ist, ist falsch. So, okay. Meine Mutter sagt, sie ist sich nicht sicher, aber wer weiß. Okay, wir nehmen die Toilettentrude. Ich logge Antwort A ein. Leider falsch. Es ist, oh, es war doch Clotilde. Mann, ich sag noch, den Namen gibt's. Ja, ich habe auch gedacht, aber keine Ahnung, ob das stimmt. Okay, erste Runde ist vorbei. Fuck. Mist war falsch. Okay, warte, ich will... Clotilde war es. Aber nicht schlimm. Okay, 5 Euro für Wikipedia, also 5 Euro für Wikipedia. Ja, okay. So, was wird hier geschrieben? Musik bitte, was, nicht wahr? Okay, Musik muss lauter. Mama, sag du dir leid. Ja, das ist auch kein Problem. Cleverbot hätte es bestimmt gewusst. Schade. Okay, warte mal. Ganz kurzer Test. Cleverbot. Ich gucke jetzt, ob der Cleverbot uns da irgendwie hätte helfen können. Als Literaturwissenschaftsstudent mit Bachelorarbeit über Thomas Mann tut das echt weh. Du, wenn man was weiß, tut das immer weh, wenn jemand das nicht weiß. Das ist die harte Realität. Was ist das denn? Ja, gibt es eigentlich eine Rubrik, die Quizshow heißt oder so? Stimmt, es gibt neue Rubriken bei Twitch, ne? Ich glaube, es gibt eine Rubrik. Warte, ich guck mal eben. Ich glaube, es gibt Quiz oder so. Cleverbot, wer ist Clotilde? Nee, gibt's nicht. Es gibt aber... Was machen wir denn hier? Special Event? Ah nee, Special Events ist was anderes. Talkshow sind wir, Talkshow. Es gibt ein Talkshows in Podcasts, da gehören wir hin, Alter. Kannst lehrreich und Gameshow anmachen. Das gibt's? Ja. Lehrreich und Gameshow, okay. Lehrreich gibt's nicht. Okay, Hauke, offensichtlich bin ich Clotilde. Wurde gerade von Cleverbot gesagt. Nee, gibt's nicht. Gameshow gibt's auch nicht. Hä? Ich mach Talkshow. Oh, warte mal. Talkshow ist ein Podcast. So, Update. Zack. Ölzeug. Hit that shit. Ölzeug, englisch Oilskin, bezeichnet wetterfeste Oberbekleidung in der Seefahrt, die den Träger von Nassen und Wind schützen soll. Ursprünglich wurde diese Kleidung aus einem Leinenstoff hergestellt, dessen Oberfläche mit Öl, oftmals Leinöl, imprägniert wurde, um ihn wasserdicht zu machen. Krass. Das ist ja wie so ein Friesenerz, was er da anhat. Das ist scheinbar sowas. Okay, so, alles klar. So, dann starten wir die nächste Runde. Ich würde die Joker gar nicht wechseln, oder willst du einen Telefonjoker auswechseln? Nö, ich finde die trotzdem noch gut. Ja, okay. Ich stehe weiterhin hinter meiner Mutter. So, das heißt, wir starten direkt die nächste Runde. Risikovariante nein, Zeitlimit nein, weiter. So. Okay, das wird jetzt aber die Million, Matteo. Das wird jetzt die Scheiße. Easy wird es die Million, easy. Also, ordnen Sie diese Hits der Gruppen Queen chronologisch. Alter, ich habe keine Ahnung. We Will Rock keine You, Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, The Show Must Go On. Warte. Ich sag C. C, A, B, D, sag ich. Nehme ich einfach, weil ich keine Ahnung habe. C, A, B, D.
Fast. Bohemian Rhapsody und Radio Gaga waren vertauscht. Fast. Ah, so. Shit. Es geht los mit der nächsten Runde Wer wird Millionär? Und die erste Frage für 50 Euro lautet: Was nennt der Sprachwissenschaftler Präsenz? Tankwart, Platzwart, Torwart, Gegenwart. Gegenwart. Okay. Brauchen wir nicht lange zu diskutieren. So. Ja, wir müssen auch schnell wieder zu 1000 kommen. Ja, ja, genau, wir wollen wieder schnell hoch. Wir wollen jetzt schnell hoch. Das muss eigentlich jeder wissen, nur wir wussten es nicht. Für 100 Euro. Einem verbreiteten Vorurteil zufolge benötigen Frauen vor allem Dingen, nee, vor allen Dingen für Schuhe und Stundenlohn, Taschengeld, treue Prämie, Notgroschen. Taschengeld ist es. Also sie brauchen für Schuhe, okay, und für Taschengeld, und das ist das Wortspiel. Wow, ja, mega sexistisch, aber okay. Nächste Frage. Ja. Für 200 Euro. Bei, der bei uns heimische gemeine Dost ist nichts anderes als lebhafter Liebstöckel, wilder Majoran, renitente Petersilie, durchgedrehter Dill. Kann nur der wilde Majoran sein. Ja. Okay, 200 Euro haben wir. Nächste Frage für 300. Machen Kellner einen Spaziergang im Nadelwald, dann sehen vielleicht die Nasenflügeln, Zeigefingern, Unterschenkeln oder Oberkiefern. Es kann nur Oberkiefern sein. Ja, okay, ja. Ja. Gut, wir sind schon bei 500 wieder. Die Oberkiefern. Die Frage lautet, okay, was wird von Frauen getragen? Beutelbluse, Korbhose, Eimerjacke, Sackkleid. Hauke, ich bin kein Experte, aber ich habe eine Ahnung. Ich sag mal, ich habe von einem Sackkleid gehört, aber wissens tue ich es nicht. Genau das habe ich auch mir gedacht. Ich habe schon mal von einem Sackkleid gehört, aber ich weiß es nicht. Aber weil ich die anderen nicht ausschließen, aber ich habe die noch gar nicht gehört. Wollen wir es einfach nehmen, weil wir es beide schon mal gehört haben? Ja, nehmen wir es. Oh Gott. Ich habe das Gefühl, wir blamieren uns jetzt. Nein, wir nehmen das jetzt. Wir nehmen das. Ist richtig. 500 gehören uns. Wir sind schon wieder bei der 1000-Euro-Frage. Wir sind durchgeradelt. So, jetzt geht's wieder los. Jetzt wieder Konzentration. Für 1000 Euro. Was gehört bei Pferden zu den sogenannten Abzeichen? Schwarzer Knebel, weiße Fessel, rote Augenbinde, silberne Handschellen. Ich glaube, es ist die weiße Fessel. Das ist, wenn über den Hufen ein weißer Ring ist, ist das ein Rassezeichen. Ja, sozusagen. Das glaube ich nämlich auch. Was mich ein bisschen irritiert, ist das Wort Abzeichen. Ja, die Abzeichen sind doch einfach, dass man sagt, also Abzeichen, dachte ich, definieren dann so eine Rasse oder nicht? Ist das nicht so? Dass wenn man zum Beispiel einen Hannoveraner hat, werden die Abzeichen durchgegangen und die sagen dann, ist es oder ist es nicht? So. Also ist eine gute Erklärung, aber also ich hätte jetzt auch die weiße Fessel intuitiv genommen, weil es das erste ist, woran ich denke, weil die Fußfessel sozusagen, also dass es halt der Abschnitt ist, der über dem Huf liegt. Das ist das Einzige, was ich schon irgendwie gehört habe. Lass es nehmen, komm. Wieder gamblen? Ja, wir haben das beide gesagt, das ist irgendwie das Einzige, wo ich jetzt gefühlt sage, es macht Sinn. Wenn nicht, fuck it. So, okay. Wir brauchen die Joker später noch. Ja, wir nehmen Antwort B, weiße Fessel. Ist richtig. Oh, Hauke, Alter. Jetzt lass mal, ich habe ein bisschen Angst so, aber ist gut, ist gut. Okay. Was ist, für 2000 Euro, was ist bei den Energiesparlampen, die herkömmlichen Glühbirnen ersetzen soll, grundsätzlich nicht zulässig? Brenndauer über eine Stunde, Verwendung in der Küche, Verkauf an Minderjährige, Entsorgung im Hausmüll. Ich glaube, die Entsorgung im Hausmüll. Ich glaube, bei den Energiesparlampen, da ist doch irgendwas drin, was so ein Pulver umweltbelastend ist. Da drin, ist. So. Ja, was so umweltbelastend ist. Du darfst gar keine Glühbirne im Hausmüll entsorgen. Also. Ich glaube, die alten schon. Nein, die auch nicht. Die soll man auch nicht einfach in den Hausmüll. Früher gab es sogar Sammlungen dafür. Das machen Leute, aber dürfen tut man das, glaube ich, trotzdem nicht. Ja, also ich glaube, bei Energiesparlampen, ich glaube, da war doch sogar Quecksilber drin. War das nicht so? Ich glaube, da ist sogar Quecksilber drin. Oder war eine Zeit lang war mal in diesen Sparlampen Quecksilber drin. Okay. Also Entsorgung im Hausmüll wäre jetzt auch das, wo ich sofort sage, ja, macht Sinn. So. Ja. In meiner Erinnerung gab es mal so Glühbirnensammlungen und so ein Kram. Ja, und der Rest ist auch Quatsch, mehr oder weniger. Also, wir nehmen D, Entsorgung im Hausmüll. Und ist also richtig. A, B sind völliger Bullshit. Ja, ja.
Ist richtig. Also okay, Antwort D war richtig. Der Verkauf an Minderjährige hätte jetzt noch sein können, wenn da irgendwas drin gewesen wäre, womit Kinder nicht hantieren sollen. Aber okay, Hauke, ich habe keine Ahnung. Ich lese jetzt die Frage vor, ich habe keine Ahnung. Für 4.000 Euro im Bundestagswahlkreis Herne-Bochum 2 kandidierte für die SPD die Politikergattin Michelle Weigel, Müntefering, Lafontaine oder Genscher. Irgendwie habe ich also, Weigel habe ich im Kopf, aber keine Ahnung. Ja, das wäre aber ja von Theo Weigel, oder? Und Theo Weigel ist nun wirklich schon lange nicht mehr in der Politik. Okay. Lafontaine aber auch nicht. Und Genscher auch nicht. Ja, aber Lafontaine, also das wird ja, ich war, ist Politik, ist mein absolutes Schwachding. So, bei mir, ne? Auch. Ich kann nicht mal keine sagen, es welchen Parteien die gehören. Aber ich dachte, Müntefering's Frau macht auch Politik. Wissen tue ich es aber nicht. Also, ey, Google, Alter, Google. Politikergattin, nee. Michelle, Herne, Bochum 2, ja. SPD, da kommt ein Ergebnis. Also wir hätten sofort ein Ergebnis, das ist richtig. Aber wir hätten auch einen der stärksten Joker schon bei 4.000 Euro rausgeballert. Okay, Telefon, nein, weiß keiner meiner Telefon. Meine Mutter vielleicht, aber es weiß keine Telefon, keiner meiner Telefon-Joker sonst. Was ist mit 50-50? Bringt uns das was? Ja, wenn Genscher... Ich sag, auch wenn da 50-50 steht, sage ich nicht danach, ja, das ist es. Okay, du hast recht. Also ich, Theo Weigel, Oskar Lafontaine und, wie heißt er noch, Walter Müntefering? Nee, der ist anders. Franz Müntefering? Weiß ich nicht mehr, sorry. Wie gesagt, Politik, muss ich offen zugeben, ist, da weiß ich peinlich wenig. Okay, also sagst du, wir nehmen den Google-Joker. Oskar Lafontaine? SPD? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich habe keine Ahnung von Politik. Einfach keine. Ich würde den Google-Joker nehmen, ja. Ich sage, das kann man gut googeln. Okay. Willst du das googeln oder soll ich das machen? Kannst du machen. Ich würde sagen, folgendes würde ich fragen. Oder wie würdest du es sagen? Das ist nämlich die Frage. Weil wenn man die ganzen Dings vorliest, ist es kacke. Aber guck mal. Ich würde Politikergattin SPD Herne Bochum 2 Michelle. Boah, das ist aber schon viel, dieses Herne-Bochum 2, ne? Aber das muss vielleicht mit rein. Ja, das muss mit rein. Ja. Wenn du jetzt nur SPD-Politikergattin Michelle, das könnte auch schon hinaus. Dieses Politikergattin könnte uns aber das Rückgrat brechen, ne? Weil es irgendwie so ein Wort ist, was vielleicht nicht überall benutzt wird. Weil die wird, wenn die da drin steht, dann wird da nicht stehen Politikergattin Michelle. Doch, meinst du? Nee, du hast schon recht. Kann schon sein, dass das Wort Politikergattin da nicht auftaucht. Genau, da würde ich nämlich einfach... Ja, dann mach Herne Bochum 2 SPD Michelle. Genau. Ja. Okay, also ich sage einfach Herne Bochum 2 SPD oder sollen wir noch Bundes Michelle SPD. Also Bundestagskreiswahl. Nee, Bundes Oh Gott. Bundes Oh Gott, das wird richtig schwer. Bundestagswahlkreis Herne Bochum 2 SPD Michelle. Nicht Bundestagswahlkreis. Herne Bochum 2 SPD Michelle. Okay, so mache ich's. Okay, also. Lass den Wahlkreis weg, oder? Wenn nur Wahlkreis. Wahlkreis Herne-Bochum 2, SPD, Michelle. Das Wort Bundestagswahlkreis sagt doch niemand. Okay, dann sagen wir Wahlkreis Herne-Bochum 2, SPD, Michelle. Michelle, ja. Das Problem ist... Soll ich's machen? Nein, das Problem ist, ich kann's nicht ablesen, weil es in einem anderen Tab ist. Ja, ich kann's ablesen, dann mach ich. Dann mach du das, ja, weil dann kannst du aber ablesen. Ich müsste nämlich den Tab wechseln. Nur den, ja, richtiger Tab ist offen. So, okay. Warte. Okay. Ich schieb's rüber. Okay, Ruhe. Und da muss ich aber so schieben, damit ich ablesen kann. Okay, dann muss ich es hier rüberpacken. Ich schieb dann sofort rein den Tab, sobald er drin ist. Mhm. Nee, kann ich nicht. Fuck, dann bin ich hier nicht mehr im Vollbild. So, ja doch, geht. Wahlkreis Herne Bochum 2, SPD, Michelle. Schieb's rüber. Michelle Müntefering ist es. Oh. SPD gewinnt Wahlkreis Herne Bochum 2 mit Michelle Müntefering. Erstes Ergebnis. Ja, also wir wussten es nicht, aber wir haben es schon so in die Richtung
Mehr oder Mann weniger, steht hier nicht, aber ich bin mir relativ sicher, dass er Franz heißt übrigens. Ich habe keine Ahnung. Aber okay, aber dann nehmen wir B. Michelle und haben so den Google-Joker verbraucht. Okay. Ich logge es jetzt ein. Es ist richtig. 4.000 Euro gehören uns. Okay, okay. Nächste Frage für 8.000 Euro. Wer muss ab und an einen seiner Schüler ermahnen, den Tellerwäscher doch bitte zu unterlassen? Gesangslehrer, Fahrlehrer, Skilehrer, Yoga-Lehrer. Tellerwäscher. Also, ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, ja, dass in der Musik solche komischen Begriffe ganz viel sind. So, wenn du das und das machst, ist das ein und bla bla und so. Der Fahrlehrer ist mir fast zu einfach, weil Tellerwäscher, dass man irgendwie so lenkt oder so. Genau, das wäre also, könnte natürlich sein, dass wenn du so lenkst, die Hand gerade machen und so zu drehen. So, ne? Dieses genau, coole das ist, Typen ja, lenken. Das wäre das Erste, was ich im Kopf hatte. Und zwar der Fahrlehrer, das Lenkrad ist der Teller und der macht so, also wischt so drum drüber, was natürlich kacke ist, weil ja, du musst das Lenkrad ja richtig festhalten. So, und dann würde ich würde sofort Fahrlehrer nehmen. Jetzt weiß ich aber nicht, was sollte es denn bei Gesangslehrer sein? Also da könnte es im weitesten Sinne sein, dass, wenn man einen Teller wäscht, gibt es ja dieses Quietschgeräusch, dieses Iiii. Und das soll man beim Gesang vermeiden? Keine Ahnung. Also sagen wir mal, wenn du bei einer Geige oder so, wenn du den nicht gerade drüber schiebst, den Bogen, sondern aber ist ja Gesang. Nach unten. Das ist ja Gesang. Ach ja, Gesang, du hast recht, Entschuldige. Ja. Ich glaube, es ist der Fahrlehrer. Ja, es macht schon Sinn halt, ne? Also 50-50? Ich wäre sogar fast so. Ich würde sogar fast okay, sagen, einfach reinballern. Ich bin beim Gambeln immer dabei. Wenn, ja. Also, ich sag, es könnte auch gut eine Ablenkung sein, aber also Yoga-Lehrer glaube ich nicht. Das ist zu einfach, weil dann so, ja, der Tellerwäscher. Ja. Ich weiß, das klingt auch nicht wie eine Yoga-Figur. Und vor allem, das ist der auch sowas. Ja, es ist auch zu speziell. Also Yoga wäre mir zu speziell, um das als eine 8.000-Euro-Frage zu haben, weißt du? Weil nicht jeder kennt Yoga so genau, dass man weiß, aber. So, Fahrlehrer, das ist, Skilehrer, was könnte Skilehrer sein? Doch, bitte zu unterlassen. Das heißt ja, das macht jemand mit Absicht, so quasi ja, impliziert ja, das. Ja, Skilehrer. Skilehrer, das wäre jetzt so mit den Armen zu schlackern oder so, wäre so die einzige Bewegung, die da irgendwie hinführt, so. Also Hauke, wir nehmen einfach Fahrlehrer, komm. Ich meine, was sagt man vom Tellerwäscher zum Millionär? Das ist so das Einzige, was mir noch einfällt. So. Genau, und das passt ja zu uns. Wir werden jetzt einfach Fahrlehrer nehmen und dann werden wir direkt vom Tellerwäscher zum Millionär durchmarschieren, okay? Okay, Kumpel. Okay, let's go. Wir nehmen B, Fahrlehrer. Oh, ist richtig. Nice. Geil. Joker gespart. Okay, 16.000 Euro. Weil okay, dort, jetzt wird's heiß. Ja, weil dort immer mal wieder Hollywood-Filme gedreht werden, nennt man eine deutsche Stadt mit 54.000 Einwohnern auch Straubiwood, Emdiwood, Girliwood oder Archiwood. Also, ich würde Emdiwood ausschließen. Wenn das in Emden wäre, Hollywood-Filme. Ich dachte, das hätte ich jetzt irgendwie mehr. Ich habe schon mal gehört, dass da ein Film gedreht wurde, aber Straubiwood, was soll das sein? Straubingen oder so? Gibt's ich hab das? Keine Ahnung, was Aachen? Görlitz? Also Aachen würde ich vielleicht noch eher in die Enge. Das ist eine riesen Universitätsstadt, ne? Aber ich, und also, sehr, hat eine Altstadt und so. Okay. Das ist, ich habe keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mal einengen oder so. Ich kann nicht sagen, nee, auf keinen Fall wird in Aachen gedreht. Oder auf keinen Fall wird in Emden Filme gedreht. Das weiß ich einfach nicht. Warte kurz, Ricarda hat gerade WhatsApp geschrieben. Ja. Könnte wichtig sein, weil die überlegt hat, von euch zu fliehen. Okay. Okay. Also. Deutsche Stadt mit Straubiwood, Emdiwood, Girliwood. Hauke, ich glaube, wir müssen dann Joker nehmen. Kennt ja. Sich. Wen haben wir? Haben wir Ben oder Simon gehabt? Wir haben Simon gehabt, oder? Ben haben wir. Ben? Nee, Simon haben wir genommen. Simon wollte mal nach. Ja, das weiß Simon aber nicht. Das ist. Filme ist. Der ist der absolute Filmkritiker, muss man leider sagen. Das ist bei ihm eine komplette Lücke.
Es wäre schon hilfreich, wenn jemand sich super gut mit Städten auskennen würde und könnte es mit der Einwohnerzahl eingrenzen. Dass er zum Beispiel sagt, nee, Aachen hat viel mehr als 54.000 Einwohner. Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ja. Also. Ja. Emden. Ich habe keine Ahnung. Fuck, ja, könnte schon hinkommen. 54.000 könnte bei Emden hinkommen. Ich hätte jetzt gedacht, Emden hat mehr, aber es könnte hinkommen. Könnte aber auch weniger, ja, wobei kann schwer sein. Aachen hat mehr. Genau, Aachen würde ich sagen, ist eine größere Stadt. Die kennt man halt auch in Deutschland. Und da würde ich sagen, mehr als 54.000. Weil das Kaff, aus dem ich komme, das hat schon 90.000 Einwohner. Und das ist, keine Ahnung. Aber da, wir können es damit nicht... Also Emden würde mich einfach so irritieren, weil die Verkehrsanbindung ist auch nicht geil und so. Das irgendwie so wäre so eine unlogische Wahl gefühlt. Die Stadt auch so, da habe ich noch nie irgendwie jetzt vermehrt gehört, dass da Hollywood-Filme gedreht werden oder so. Ich meine, ich komme halt echt aus der Ecke. Das hätte ich doch mal gehört. Ja, wahrscheinlich. Was mit Görlitz? Muss ich offen sagen, weiß ich gar nichts drüber. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Bei Straubi weiß ich nicht mal, was die Stadt sein soll. Straubingen, was du meinst, das klingt plausibel, aber was anderes fällt mir da auch nicht ein. Straubingen? Oh Gott, ey. Also ich hätte es jetzt, also erstmal Hollywood-Filme, klischee-mäßig hätte ich es eher in den Süden geschmissen. Ja. So. Einfach weil da sieht es mehr nach Klischee-Deutschland aus und so. 54.000 ist nicht klein, aber weiß Gott nicht riesig. Wir müssen jemanden anrufen und wir müssen, glaube ich, also Maurice weiß das nicht. 50-50 bringt uns, glaube ich, gar nichts. Kann sein, dass sie das weiß, kann nicht sein. Bei wem? Meine Mutter ist pokern. Keine Ahnung, ob sie das weiß. Oh ja. Kann sein, kann nicht sein. Okay, meinst du, meine, die Streamer? Hat schon eine echt gute Allgemeinbildung so, das kann schon sein, aber die könnte auf jeden Fall, wenn das Andy Wood ist, sagt sie das sofort. Aber die kommt aus Emden. Ach, okay. Dann könnten wir ja vielleicht, um Emden auszuschließen, schon mal deine Mutter anrufen. Und vielleicht weiß sie es sogar, aber wenn sie es nicht weiß, wissen wir schon mal zumindest, dass es Emden nicht ist. Und dann aber vielleicht. Andy Wood tendieren wir jetzt schon dazu, dass das nicht ist. Von der Größe kommt es halt hin, aber ansonsten. Aber schaut deine Mutter Filme? Ist sie so ein bisschen. Ja, doch schon so. Gerade so ältere Filme. Hollywood-Filme ist halt nicht so. Viele alte deutsche Filme, das weiß sie alles. Französische Filme kennt sie viel und so. Aber jetzt so. Boah, fuck, ey. Hollywood-Filme würde ich jetzt nicht per se sagen, dass sie das weiß. So. Aber das Ding, du hast recht. Wenn sie aus Emden kommt und da werden Hollywood-Filme gedreht, dann weiß man das, glaube ich, einfach, wenn man da aufgewachsen oder wenn man da gelebt hat, oder? Dann denkt man so, oh ja, krass, da wird... Also wenn das so wäre, das hätte ich mal gehört. So, krass, in Emden sind die und die. So, das hätte ich irgendwann mal gehört, dachte ich. Also klar, kann immer an einem vorbeigehen, sowas so. Ne? Da wurde mal ein Film gedreht, aber mir fällt auch kein Film ein, in dem man Emden sieht, wo ich jetzt sofort gesagt hätte, geil, das ist Emden. Und mal unter uns, Emden hat schöne Ecken, aber hat auch viele Ecken... Vor allem, ich kann nur sagen, wozu ich tendieren würde, und das ist A. Ja, aber... Weil ist eine süddeutsche Stadt, Straubing bestimmt, habe ich noch nie gehört so richtig und so. Das ist auch so der Gag aus so einer Mikrostadt, weil da drei Filme gedreht werden und so. Girlywood, Straubywood könnte schon sein, Ari, aber es könnte halt, ja. Wir müssen einen Joker nehmen. Jetzt ist einfach nur die Frage, ey, welche Joker... Wen anrufen, ja? Nee, Simon nicht, meine Mutter nicht. Sage ich bei beiden, das okay. Ist pures Pokern. Meinst du, Gino Simon könnte das wissen. Der ist schon interessiert, wie gesagt, aber es würde mich halt überraschen. Ist jetzt weiß Gott nicht sein Spezialgebiet. Filme sind so das, wo ich sage, da weiß er am wenigsten drüber. Gino hatte auch keine Ahnung wahrscheinlich, oder? Weil Simon hatte bis vor 2 Jahren noch nicht mal Star Wars gesehen. Okay, wow. Ja, genau, wow. Also Gino weiß das, glaube ich, auch nicht. Ja, weiß der nicht. Filme interessieren den nicht genug, der ist immer nur am Joggen. Cleverbot. Der bringt uns, glaube ich, überhaupt nichts. Ne.
50-50. Ich würde den 50-50 nachziehen, nachdem wir schon irgendwie eingeengt haben oder ein. Nee, wenn du den 50-50 reinknallst, MD Wood bleibt stehen, nehmen wir das andere. Oh, das könnten wir eigentlich machen. Wir nehmen jetzt den 50-50 und hoffen, dass MD Wood stehen bleibt. Dann haben wir nämlich nur einen verbraucht. Okay. Und dann. Ja, okay. Also, dann nehmen wir jetzt den 50-50 und von da aus gucken wir dann weiter, was wir machen. Genau. Also, okay, ich ziehe den 50-50. Fuck. Okay, es bleibt stehen. Girlywood und Archiwood. Wo kommt Maurice her? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung. Ich nehme an, dass es aus dem Umkreis Deutschland ist. Ey, Aachen hat mehr als 54.000 Einwohner. Also ist es Girlywood? Görlitz? Ich kann mir nicht vorstellen, dass Aachen nur 54.000 Einwohner hat. Ich kann, also, wenn, okay, gebe ich zu, dass ich, Geografie ist auch, ne, Politik und Geografie, meine beiden Supergebiete, aber Aachen hat doch mehr als 54.000 Einwohner. Ey, vom Gefühl her würde ich das auch sagen. Und Görlitz klingt wie eine kleinere Stadt. Aachen ist doch eine Großstadt, oder nicht? Aachen hat doch über 100.000 Einwohner. Ich meine, das ist eine der Universitätsstädte. So. Aachen hat einen der besten, so ein, mit den besten Ruf unter Unis, den man haben kann. Gerade so im technischen Bereich. Das, ey, dann ist nehmen wir, Top. Ja, ich bin da, glaube ich, bei dir, Hauke. Lass uns Girlywood nehmen. Okay, ja, fuck it, nehmen wir Girlywood. Okay, wir nehmen Girlywood. Wir nehmen Antwort C, Girlywood. Oh Gott, es ist richtig, es ist richtig. Yes! Oh Gott, Hauke, sau nice. Ich will einmal googeln, wie viele Einwohner Aachen hat. Ja, google das mal kurz. So, währenddessen, es geht jetzt um 32.000 Euro. Wir haben noch den Telefonjoker. 250.000 Einwohner fast. Wie viel? 250.000 fast. Ja, okay, krass, ja, krass, krass. Ich würde aber ja gerne wissen, warum jetzt in Görlitz ab und zu Hollywood-Filme gedreht werden. Haben die irgendwie da krasse alte Stätten oder so? So irgendwie Ausgrabungsstätten? Es gibt ein geiles Hotel. Ist in Görlitz nicht dieses Grand irgendwas Hotel? Das weiß ich nicht. Egal, weiter. 32.000 Euro. Was wird von Rosenliebhabern gerne als Düngemittel eingesetzt? Bananenschalen, Orangenhaut, Kirschkerne, Apfelmus. Bei mir klingelt da direkt was, aber sag du erstmal, was denkst du? Hast du eine Ahnung? Also, Orangenhaut schmeißt man in der, sollte man nicht mal auf einen guten Kompost schmeißen, richtig, weil die so schlecht zersetzt. Also, ja. Entweder ist das kein Düngemittel, sondern für was anderes, ja, oder das hat irgendeinen tollen Trick, den ich nicht kenne. Ich glaube, es sind Bananenschalen. Gerne. Bananenschalen gilt das Gleiche. Aber die, ich glaube, super scheiße zersetzlich. Super scheiße. Ja, aber ich glaube, Bananenschalen, war das nicht irgendwas, was, warum, weil in Bananenschalen so viel Kalium drin war oder so? Das kann schon sein, aber die sind halt auf dem Kompost, sollen die eigentlich auch nicht. Die sind, glaube ich, auch so Kandidaten. Jonas hat mir ständig vorgebetet, hätte ich ihm doch irgendwann mal zugehört, was auf dem Kompost soll und was nicht. Und da war auf jeden Fall dabei, dass er gesagt hat, ey, keine Zitrusfrüchte, die Schalen von Zitrusfrüchten gehören nicht auf den Kompost, kein, ja, gekochtes Fleisch. Und, ja, ich dachte, er hätte auch gesagt, keine Bananenschalen. Also an sich, exotische Früchte sind nie gut für die als Dünger. So richtig. Warte mal, Hauke. Hat deine Mutter einen Garten? Ja, und meine Mutter interessiert sich extrem für Gärten. Die geht dreimal im Monat in den Park der Gärten. Ja, weil so, dann weiß sie sowas. Dann weiß sie das, glaube ich. Ja, das weiß ich. Ja, wir rufen sie an. Ja, ja, ja. Ich sage übrigens, das sind Kirschkerne. Ich bin mir. Kirschkerne? Ich rufe meine Mutter an. Okay. Ja, ich rufe meine Mama an. Okay. Wir schätzen Bananenschalen. Aber okay. Also, Hauke ruft seine Mutter an. Telefonjoker ist gezogen. Okay, pass auf, es geht nicht. Sie hat keinen Empfang, ich rufe zu Hause an. Okay. Nein, die machen auch so viel mit Freunden. Aber doch nicht jetzt, die haben sie doch heute schon angerufen. Ja, aber die würde auch, kann sein, dass sie da zufällig geguckt hat. Ich gehe ran. Ja, hier ist Hauke nochmal, hallo. Ich habe eine Gartenfrage für Mama. Ja, das wäre gut, weil ich glaube, die weiß Mama eher als du. Aber ich hab gar nicht drüber gegangen. Ja, wir dürfen nämlich nur einen Joker wählen.
Hallo, ja, ich war mir nicht sicher, ob Papa das weiß, weil das ist eine Gartenfrage diesmal. Was wird von Rosenliebhabern gerne als Düngemittel eingesetzt? A. Bananenschalen, B. Orangenhaut, C. Kirschkerne, D. Apfelmus. Von Rosenliebhabern gerne als Düngemittel. A. Bananenschalen, B. Orangenhaut, C. Kirschkerne, D. Apfelmus. Oh Mist. Und noch nie. Bananenschalen, Orangenhaut, Kirschkerne oder Apfelmus. Jetzt muss ich auch langsam aufhören, die Zeit läuft ab. Okay, danke. Tschüss. Okay, Mama hat jetzt gesagt, nimm mal Apfelmus, aber besonders überzeugend klang das nicht. Okay, Apfelmus. Warum könnte es Apfelmus sein? Was ist... Es enthält relativ viel Säure, was mich jetzt eher dazu bringt. Ja, okay, es sind halt pürierte Äpfel, das heißt... Vielleicht brauchen die irgendwie ein saures Milieu im Boden, damit die gut wachsen oder so? Ich weiß es nicht. Also Kirschkerne sind ja eigentlich auch eher schlecht zersetzlich. So. Klar, im Kern ist immer noch ein bisschen was Sinnvolles. Aber wenn man zum Beispiel einen Kompost umgräbt, sind da auch ständig noch Kirschkerne drin. Ja, die Kerne, die verrotten ja ewig lang nicht. Also das, was im Kern ist, das entweder kommt dann ein Kirschbaum raus oder das einfach nur dieser Steinkern. Also von der Steinfrucht. Also ich fand dein Argument mit den Bananenschalen wegen dem Kalium nicht schlecht. Apfelmus klingt natürlich jetzt auch erstmal nicht schlecht. Ne? Das klingt auch so ein Quatsch, den Rosenliebhaber machen. Genau, das klingt so nach etwas, was so wirklich so, ah ja, mach mal Apfelmus an die Rosen, dann wachsen die besser. Das klingt irgendwie so, das stimmt schon irgendwie. Aber ich kann es nicht einengen. Oh Gott, ey. Meinst du, das ist ja so im weitesten Sinne Botanik, Biologie. Meinst du, dass Maurice... Naja... Vielleicht wir haben halt einen Biotechnologen dabei, ne? Fuck, den dürfen wir nicht mehr anrufen. Nee, wir dürfen nicht mehr anrufen. Aber der hätte das auch, der ist näher an, das darf er nie hören, dass ich das zugebe, der ist näher an einem Ingenieur als an einem Biologen. Also. Okay. Und das ist auch, weißt du, das klingt auch mehr nach einer Frage, die mehr so Hobbygärtner wissen. Ich weiß was. Ich weiß was. Was? Ein Streamer? Scroller, die Streamerin, die Biologin, mit der wir diskutiert haben. Ja stimmt, aber die weißt streamt du noch? Doch. Meinst du, die streamt gerade? Könnte sein, ich guck mal nach. Okay, warte. Ich gehe auch mal mit auf So, wir machen es jetzt so, wir dürfen unseren eigenen Stream nicht aufmachen. Warte, ich muss hier auf durchsuchen. Wir dürfen unseren eigenen. So, dann gehe ich hier drauf. Kategorie Live-Kanäle. Oh nein, was sind jetzt hier für Filter? Warte mal, Hauke, können wir bei den Filtern vielleicht irgendwie Pflanzenliebhaber oder so einstellen? Pflanzenliebhaber vor allem. Was ist das für eine Scheißidee? Keine Ahnung. Als ob es eine Rubrik gibt, Pflanzenliebhaber. Wie heißt die denn nochmal? Die heißt doch Scrollen, oder? Scrollen? Scrollen heißt die, ja, stimmt. Ich weiß nur mal ihren echten Namen, den darf man nicht sagen. Das ist nicht offiziell. Scrollen mit Doppel-N. Ja, da ist sie doch, oder? Miezekotze streamt auch gerade. Jenny. Kennt die sich mit Pflanzen aus? Die ist auch sehr schlau. Shit, Scrollen ist nicht online. Nee. Warte mal. Zayuri streamt auch. Kennt die sich mit Pflanzen aus? Miezekotze ist halt schon sehr schlau. Ja, ne? ja. Sehr viel. Ja, warte mal. Ich mach mal ihren Stream auf. Ich guck mal. Sie spielt halt gerade. Sie spielt jetzt gerade. StarCraft. Da werden wir sie, glaube ich, nicht. Das ist richtig schwer. Dann kriegen wir die ja niemals da raus. Nee. Oh Gott, ey. Wie steht's denn da? Ah, fuck, das ist auch noch. Da ist noch nicht mal richtig was los und die spielt. Oh nein, ey. Die ist schon auf 4 Bases. Nee, 3 Bases. Nee, doch, 4. Warte mal, wir haben hier noch Nomi. Kennst du? You Better Know Me. Der war mal StarCraft Semi-Pro, so wie Niklas. Und der weiß, glaube ich, viel. Aber ich glaube nicht, der weiß nicht viel bei Pflanzen. Okay, können wir hier Dings Deutsch, nee, German. Nee. Deutsch. Ich stelle mir die Kanäle auf Deutsch. Ja, Dona ist gerade online gekommen, aber die weiß das nicht. Das ist so dumm, weißt du, Anni, wenn die zu Hause wäre, ey. Das eine Floristin, halt, wir haben ja nur Blumenfragen. Das wäre halt die Sache gewesen. Richtig sauer. Oh Gott, wer kennt sich...
Oh Gott, ich muss, wenn wir die Frage eingeloggt haben, muss ich so dringend pinkeln gehen, weil von der Aufregung muss ich so dringend pinkeln. Aber ich muss, oh Gott. Okay, gibt's irgendein Videospiel, in dem sowas vorkommen könnte? Nee, ne? Nein. Da fällt mir nicht mal, nee. Nee. Ich kenne halt nur so, hab hier noch kleine Streamer, die on sind, die aber alle, bei denen ich halt nicht weiß, ob die das wissen. Gibt's noch eine Möglichkeit, was auszuschließen? Ja, ich würde halt Orangenhaut fast ausschließen, weil ich halt sage, die ist super scheiße zersetzlich, die soll nicht mal in den Kompost. Warum sollte die auf einmal ein guter Dünger sein? Ja, Orangen würde ich auch ausschließen. Ich mein, okay, ein Vorteil ist Zitrusgeruch, ganz viele Schädlinge hassen Zitrusgerüche. Ja, das stimmt, aber es steht ja als Dünger da, als Düngemittel. Nicht ja, genau, als... das meine ich. Es kann halt sein, dass der Begriff falsch ist. Ja. Okay, Hauke, pass auf, ich muss jetzt unbedingt pinkeln gehen. Du kannst weiter die Streamer durchgehen. Ich muss jetzt so pinkeln, sonst pinkel ich mir in die Hose. Ich schaff's nicht mehr, der Druck ist zu hoch. Ich komme gleich wieder, Leute. Okay. Okay. Oh Mann, ich weiß es halt auch nicht. Mann, fuck, ey. Mieze Kotze hätte ich genommen, wenn die nicht jetzt gerade Dings spielen würde. Ich bin richtig sauer. Und man, sowas weiß doch auch kein Arsch. Das weiß halt niemand. Was ist denn das jetzt? Was hat Matteo da jetzt gebaut? Oh Mann, Matteo, jetzt hat er hier... Muss ich so machen. So. Oh nein, da kann ich den Chat sehen, glaube ich. Weil er ja meinen Stream aufhört. Oh nein, wartet. Oh Gott, schnell wieder weg. Oh Gott, Matteo. Chat da? Nein, ist weg. Okay. Huiuiui, da müssen wir jetzt damit leben, dass wir so eine komische Bildkombination haben. Ey, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Fuck. Ich wüsste nicht, welchen Streamer wir fragen sollen. Wieso ist der Joker eigentlich schon weg? Wir haben ihn noch gar nicht benutzt. Lass doch Rocket Beans TV fragen. Die sind bestimmt live. Was machen die denn eigentlich gerade? Aber die gucken ja nicht in den Chat, oder? Na, da läuft auch Kino Plus. Oh Mann, ey. Okay, ich entscheide mich für Cassiopeia, glaube ich. Ist zwar klein, die ist aber Zeichnerin. Die ist halt irgendwie künstlerisch begabt. Der könnte ich zutrauen, dass die irgendwie mal... Ja, aber Rosengarten ist halt auch so eine Oma-Kacke, ey. Ihr könnt Pietsmeet fragen, die sind zu dritt. Oh. Okay, ich bin wieder da. Was, Pietsmeet? Wurde gerade irgendwie vorgeschlagen. Ich habe eine Sekunde rübergeschaltet und dann den Chat gesehen. Zum Glück habe ich das Richtige gesehen. Pietsmeet wurde vorgeschlagen. Okay, aber das Ding Glück ist... Gehabt, ich hätte fast spicken können, Matteo. Das wäre knapp gewesen. Nicht spicken. So, die Runde ist gut bisher. Nee, alles gut. Okay, das Ding ist... Ja, alles gut. Ich schwöre hoch und heilig, ich habe nichts gesehen. Ja, also, das Ding ist, bei Pietsmeet... ist, glaube ich, gut, wenn die zu dritt sind und die haben auch viel Ahnung so von so Sachen. Aber sind unsere beiden Chats stark genug, dass Pietsmeet darauf aufmerksam wird? Weißt du, was ich meine? Ja, vor allem, wie viel guckt der in den Chat? Das weiß ich halt nicht. Der spielt gerade hier irgendwie Wreckfest. Da guckt der halt nicht die ganze Zeit in den Chat. Ich sag, wir nehmen lieber kleine Streamer. Ich habe zwei Optionen. Nummer eins ist Cassiopeia, die Zeichnerin. Nummer zwei ist Lily Starburst. Die spielt Randall's Monday. Ruhiges Spiel, die wird regelmäßig in den Chat gucken. Ich kann bei beiden nicht 100% einschätzen, ob die das wissen. Ich gebe aber offen zu, ich wüsste niemanden, bei dem ich jetzt sage, die Person weiß das. Ja, also ich glaube, du hast recht. Es ist besser, dann jemanden zu befragen, wo wir wenigstens eine Reaktion dann haben, wo wir vielleicht ein bisschen noch Ahnung haben. Dann such jetzt einfach jemanden aus und wir nehmen die Person einfach. Du musst es mir aber zuerst sagen, damit ich auf den Channel gehe, bevor unser Chat da reingeht und Antworten spammt oder so. Okay, wie soll ich es dir denn erst sagen? Doch, ich kann es dir in der Twitch-App schreiben. Ich schicke den Link zu dem Channel, okay? Ja, dann müssen wir von meinem Rechner runter. Also wir können mich Vollbild zeigen, ja genau. Hallo Chat. So, dann gehen wir die Twitch-App. Mhm.
Genau, kopierst einfach den Channel, in dem wir gerade sind. Ja, okay, ich nehme den. Ich habe mich schon Channel erschienen. Ich schicke dir den. Ja. Da ist er. So, okay. Warte. Du musst ihn öffnen. Ja, ja, ich kopiere. Ich bin wieder richtig, okay. Mach einen neuen Tab. Mal, ob ich richtig bin. Ja, alles richtig, gut. So. Da ist aber da ist keine Facecam. Ja, aber die ist da, vertrau mir. Okay, ist okay. Ist Facecam wichtig? Ja, nee, aber wir können dann nicht überprüfen, ob sie googelt. Ja, das hörst du doch. Naja, okay. Okay, wenn du sagst, geht nicht, schicke ich dir jemand neuen. Schick lieber jemanden neuen, wir brauchen jemanden mit einer Facecam, weil sonst können wir halt nicht checken, ob die aufs Handy guckt oder so, weißt du? Du hast recht, das ist ein gutes Argument. Hier, okay, du hast einen neuen Channel, hier, dieser Channel ist es. Okay, warte, ich kopiere. Die spielt gerade, aber jetzt gerade quatscht sie nur, das kriegt sie sofort mit also. Naja, das... Okay. Also, warte mal, Sekunde. Ich mach das hier zu. Ich mache jetzt ihren Channel laut und auf Vollbild. Vollbild, genau. Wir dürfen auch nicht den Chat sehen. Ich mache Musik aus. Ja. Maurice kann jetzt den Channel von Cassiopeia in beide Chats, am besten auch bei Hauke, reinspammen. Wahrscheinlich waren dann die da so rum. Der Kern ist mal mega nervig. Dann findet man die Gen vielleicht oder auch nicht. Keine Ahnung. Drin. Und dann. Schnell wieder weg. Okay. Bestimmt noch ganz dramatische Art und Weise der kleine Bruder. Durch irgendeinen blöden Scheiß jemanden, nee, ich weiß nicht. Und da kommt dann wahrscheinlich auch noch dieses Ding, dass ich dachte, ja, mit den zwei Jungs, vielleicht catcht mich das dann auch nicht so. Kommt ja noch dazu. So, Hauke und ich können jetzt einfach nur zuhören. Ja, ich muss gerade mich komplett konzentrieren, dass ich nicht falsch hingucke. Sekunde. Ja. So. Okay, ich glaube, es kommt gerade was. Da will man einfach nur kurz reden. Ja, ich glaube auch. Einfach nur kurz reden. Antwortet sie oder nicht? Ich sage... Ja, sie antwortet ja direkt. Kirschkerne. Okay. Kirschkerne? Kirschkerne? Aber war auch eher fragend. Kirschkerne. Ja, aber es war auch mein Bauchgefühl, das erste. Ja, okay. Also raus aus dem Channel. Ich erkenne ein paar Emojis. Sag noch nett Danke, sag noch nett Danke. Ich muss den Ton sagen, bedanke euch noch. Ich so halb nackt hier sitze, weil ich eigentlich nur mit ein paar Freunden quatschen wollte. Okay, warte mal, ich muss dann direkt raus aus dem Tab. Wie mache ich denn das, ohne es zu sehen? Oh, scheiße, Maurice. Ist das beantwortet für jemanden? Oh Gott, es ist zu spät. Ich mache jetzt die Augen zu Maurice und du musst diesen Stream schließen, weil sonst sehe ich vielleicht den Chat. Ich wusste nicht. Oh, es ist so schwer, ne? Man muss natürlich sich zwingen, dass man nicht eine Millisekunde rüberguckt. Ich will das gar nicht riskieren. Ich warte jetzt, bis Maurice es bei mir wegmacht. Habt einen ganz schönen Abend. Ich habe hier gerade keine... Hier ist übrigens eine hervorragende Zeichnerin. Wer sich für Kunst interessiert, sollte da mal vorbeikommen. Vielen Dank für euch süßen kleinen Followers. Macht Maurice es? Weiß es nicht? Ich höre sie noch. Ich sehe euren Stream ohne Chat. Von daher. Ja, ja. Noch sieht man den Stream. Oh Gott, da ist ein Chat. Ist es weg? Ich war nur Herzen. Gucken. Ich habe zum Glück nur Herzen gesehen. Okay, aus dem Grund habe ich es ja nicht gemacht. Vielen Dank, Maurice. Kleiner Applaus an Maurice an dieser Stelle. So. Da kam der Applaus. Okay, also. Sie meinte auch von der Intuition her Kirschkerne. Ja, es passt auch so ein bisschen zu diesem Gedanken von Granulat, Wasser, keine Ahnung. Ich dachte auch, ich hätte Kirschkerne mal gehört. Außerdem passt das auch so gut. Lass Kirschkerne nehmen, fuck it. Du willst also, einfach jetzt Geld, nehmen? Hauke, das ist unsere letzte... Alter, was sollen wir denn sonst machen? Maurice fragen oder was? So eine Verschwendung von dem Joker. Der Typ weiß Millionen Sachen, aber das nicht. Ja, aber vielleicht weiß das doch und ich will nicht mit Joker jetzt sterben. Das ist so eine Verschwendung, Matteo. Das ist jetzt so eine Verschwendung. Hauke, das ist die letzte Möglichkeit für diese Woche, die Millionen zu gewinnen, das weißt du. Wir haben jetzt schon die letzte Möglichkeit für diese Woche. Ja, weil wir schon Viertel nach Dings haben. Nee, Alter, Matteo, nimm jetzt Kirschkerne oder nix. Wir fragen jetzt nicht Maurice. Wir kriegen niemals die Mission, wenn wir jetzt Maurice auch noch verschwenden hier. Nimm jetzt Kirschkerne. Okay. Kirschkerne oder Apfelmus? Warte mal. Außer du sagst, mein Bananen. Wenn wir jetzt Kirschkerne nehmen, spielen wir dann noch eine Runde oder ist es vorbei? Wenn es falsch ist. Dann spielen wir nur eine schnelle Runde, aber dann eine richtig schnelle. Mit Zeitbegrenzung oder so. Okay.
Nee, nicht mit Zeitbegrenzung, einfach nur schnelle. Okay, ich nehme C, Kirschkerne. Für 32.000 Euro nehmen wir Antwort C, Kirschkerne. Ich logge jetzt ein. Scheiße, es sind Bananenschalen! Ich wusste es nicht. Scheiße, warum bist denn du auch, warum bestehst du da nicht drauf? Ja, weiß ich nicht. Mann, ey. Ich hab gesagt, es wäre eine geile Idee. Ich hab nur gesagt, es wäre eine geile Idee, wenn es das wäre. Fuck. Okay. Eine Million. Wir haben es wieder verkackt. Nächste Runde startet jetzt. Zufällige Fragen. Nein, nein. Weiter. So, die nächste Runde ordnen Sie. Dalli Dalli, der große Preis. Einer wird gewinnen und die verflixte Sieben ihre Moderatoren in den 80ern zu. Ich habe keine Ahnung. Ist auch oh mein Gott. Ja, Auge, ich habe es geschafft. Ich bin Experte. Mach dir keine Sorgen. Ich hab's richtig. Aber richtig? Ja! Wie geil ist das denn? Ja, okay. Das wird unsere Runde, Hauke. Das okay. War das Omen. Das wird ja, unsere Runde. B nach. Schnell. Wir machen eine super Zacko-Superspeed-Runde. Richtig. 50 Euro gehören uns. Nächste. Oh, kommt das hier? Jahr für Jahr steht die Jury bei den Oscars vor der Frage: Welche Leistung ist denn wohl einen Preis wert? Ja, C, preiswert. M. 200 Euro. Eine anmutige Frau besitzt Vini Linzi Grazi, also Grazie, Innsbrucki. Grazie. Los. Ja, Grazie. Ja. Grazie. So, 300. Ob übergewichtig oder nicht, ein gehöriger Anschiss bedeutet für jeden, dass er endlich abnimmt, fundelos D, wird. Sein Fett wegkriegt. Genau, richtig. D. Okay. Ab 1000 müssen wir aber langsam machen. Oder je nachdem, wie die Frage ist. Das wohl bekannteste Wahrzeichen von San Francisco ist nicht nur namentlich eng verbunden mit dem gläsernen Ball, dem Baumwollentrikot, dem goldenen Tor. Ja, Golden Gate Bridge. Genau. Golden Gate Bridge haben wir eingeloggt. Die sieht man übrigens von Alcatraz. Habe ich bei GeoGuessr gelernt. Wo kann man in England essen und trinken? In, out, up, down. In. Gut, dass du das weißt. Ich habe kein. Safe? 100 Millionen tausendprozentig. Ich hätte keine Ahnung gehabt. Keine Ahnung. Ich hätte direkt 5 Joker verballert. Welche Entdeckung wurde 2013 mit dem Nobelpreis belohnt? Teufelstorte. Engelskuchen, Gottesteilchen, Heiliggeistkekse. Dass dieses Wort sich durchgesetzt hat, da könnte ich kotzen. Ist das. Ja, Matteo, ich weiß. Mach weiter, Gottesteilchen. Ja. Damit ist Gott bewiesen, Matteo. Gott ist bewiesen. Gott ist schon lange bewiesen. Seit der Bibel ist Gott bewiesen. Hauke, wer hat die Bibel sonst geschrieben? Es muss Gott gewesen sein. Ey, Matteo, Wissenschaft hat Gott bewiesen. Jetzt gib auf. Gut. Wie heißt Harry Potters? Scheiße. Wie heißt Harry Potters Haus? Im Zauberinternat Hogwarts. Gryffindor, das andere sind nicht mal Häuser. Stimmt, das andere sind nicht mal Häuser. Das hätte sogar ich rausgefunden. Gryffindor. Ja. Gringotts ist, glaube ich, ein Laden, wo es die Zauberstäbe gibt oder so. Oder nee, das ist Ollivander. Weiß ich nicht mehr. Quidditch, der Sport, Dumbledore kennt man. Was denn wer sind? Das ist irgendein Geschäft, glaube ich, wo es so Trödelkram gibt und so. Für 8000. Wer sind? Alter, Rocket, geil. Groot. Guardians of the Galaxy. Ja, ich weiß. Rocket, Groot, Drax, Gamora und Peter Quill sind die Guardians of the Galaxy. Okay. Geil, Alter, Matteo, wir haben voll den Lauf. Ey, das ist unser Ding, Mann. Wir brauchen ja keine Joker. Million. Wir marschieren direkt zu Millionen durch. Wo findet einem bekannten Liedtext zufolge keine Modenschau statt? Kudamm in Elsenkirchen, Königsallee in Bochum, Leopoldstraße in Herne, Reeperbahn in Bottrop. Also überlegen wir mal, den Kudamm in Gelsenkirchen gibt's nicht, oder? Ja, aber es ist ein Liedtext. Ja, aber es könnte ja eine Königsallee in Bochum geben, von der ich noch nie gehört habe. Komm mal. Eine Leopoldstraße. Also, okay, pass auf. Meine Mutter würde wahrscheinlich das Lied kennen, aber so langsam traue ich mich nicht mal, meine Mama anzurufen. Es ist aber nicht dieses Reeperbahn-Lied, oder? Dieses auf der Reeperbahn noch zum Halt. Nein, Alter, da ist das nicht drin. Das kann ich dir komplett vorsingen, da ist das nicht drin. Okay. Ich habe keine Ahnung.
Es ist gar nicht so schlecht zum Googlen, muss ich ehrlich sagen. Wenn du so googelst, Liedtext, keine Moden schauen. Aber dann musst du auch das Ergebnis dann finden und dann musst du ja, da muss ja der Liedtext bis zu diesem anderen Wort kommen. Und in der Übersicht ist es vielleicht nicht dabei. Es steht oben drüber, dann wäre ich jetzt von ausgegangen, aber. Na, da steht dann das Lied vielleicht, aber nicht. Das. Weißt du, das Lied heißt ja nicht wie eins von diesen vier Antwortmöglichkeiten, sondern das, die Liedzeile ist: Auf der Königsallee in Bochum gibt es keine Modenschau. Und das ist halt einfach eine Zeile. Ja, stimmt schon. Kann sein, dass es halt nicht die Originalzeile ist, das recht. Scheiße. Cleverbot? Nein. Google? Vielleicht. Frosch? Eher nein. 50-50? Boah, kennst du einen Streamer, der sich krass mit Musik auskennt? Dings! Den wir auf der Bühne hatten. Auf der Twitch-Bühne. Der Komponist. Oh! Der weiß das 100 pro. Du meinst Quill der Barde? Oder? Nee. Der die Musik für. Ach, Kai Rosenkranz. Genau. Der streamt aktuell nicht. Ah, shit. Der wäre geil gewesen. Eine Pause, weil der zu viel machen. Müssen wir jetzt super Glück. Ich guck mal, aber das wäre jetzt super krasses Glück, wenn der online ist. Aber wobei, zählt das, wenn ich jetzt nachgucke, ob der on ist, zählt das dann schon als Streamer-Suche? Ist der Joker dann weg? Weiß ich nicht. Maurice? Offiziellen Schiedsrichter fragen. Wir brauchen ja unser Notar. Der zufällig auch unser Joker ist. Ein bisschen wie bei Telefon-Joker, ne? Mm. Ja, stimmt schon. Ja, er hat recht. Okay, dann schauen wir nicht. Ich teste ja schon meine Möglichkeit. Ja, okay, dann schauen wir nicht. Dann schauen wir nicht. Ich mach nicht. Es ist halt auch ein. Also, ich würde jetzt schon fast schon wieder deine Mutter vorschlagen. Okay, pass auf. Nee, pass auf. Ich will dir eine wirklich gute Theorie sagen. Ja. Nummer eins. Ja. Ich glaube nicht, dass das fiktional ist. Wir reden hier von einer Straße, die es wirklich gibt in einer Stadt. Ja. Das ist nicht der Kudamm in Gelsenkirchen, das ist nicht die Reeperbahn in Bottrop. Das gibt es beides nicht. Ja, ja. Die Leopoldstraße in Herne glaube ich auch nicht. So, Bochum ist die Stadt von Herbert fucking Grönemeyer. Der Typ schreibt Millionen Lieder. Stimmt. So. Und der würde auch ein Lied schreiben, in dem irgendwas vorkommt im Sinne von auf der Königsallee finden keine Moden, schauen statt. Irgendwie so. Ja, sowas. Und weißt du, das passt auch, weil sonst wäre die Frage sehr, sehr speziell. Also, weil du musst ja dann... Okay, lass uns 50-50 nehmen, weil Herbert Grönemeyer, das kann hinkommen. Kein bekannter Song vielleicht, aber lass uns 50-50 nehmen, wenn die Königsallee stehen bleibt, nehmen wir die. Wo ist denn die Leopoldstraße, weißt du das? Ja, alter Herne, das weiß kein Schwanz, das ist nämlich mein Argument. Das ist so eine Mikrostadt, das weiß niemand, ob es da eine Leopoldstraße gibt. Könnte aber natürlich gibt's sein, nicht, dass... Gibt es nicht eine bekannte Leopoldstraße in Deutschland? Sag mir jetzt nichts. Kann sein, aber... Lass einen Joker nehmen, ich sag dir, Leopoldstraße ist weg. Okay, wir nehmen den 50-50 also, ja? Ja. Okay, 50-50 ist gezogen. Es bleiben stehen Königsallee in Bochum und Reeperbahn in Bottrop. Ja, geil, nehmen wir die Königsallee. Wir nehmen die Königsallee, ja? Ja, okay. Komm, das ist gut. Wir loggen ein, Antwort B, Königsallee in Bochum. Oh, ist richtig. Alter, Hauke. Yes! Nice, geil, ey. So, geil, richtig geil. Okay. Müssen wir mal gucken, ob im Stream alles cool ist. Kann ich immer nur zwischen den Fragen machen. Ja. Für 32.000 Euro. Der Name welcher Metropole bedeutet der griechischen Wortherkunft nach so viel wie Neustadt? Lissabon, Marseille, Neapel, Madrid. Ich bin mir relativ sicher, dass es Neapel ist. Ja, glaube ich auch, weil so Neo und... warte mal, was gibt's noch für... Aber warte mal, griechisch. Wir bräuchten jetzt... Griechisch. Wir bräuchten jetzt Gregor. Haben wir aber nicht als Telefonjoker. Streamt der? Nee, streamt auch. Nee, der ist auf YouTube, aber streamt nicht. Der ist auch gerade in Japan, Zeitverschiebung. Der ist okay. Warte mal. Gibt es einen Streamer, der Grieche ist? Greek God. Was? Also bei mir ist nur die Herleitung jetzt von der Neo. Griechischen Wortherkunft. Marseille, das... Das klingt überhaupt nicht griechisch. Nee. Madrid. Was sind denn so typisch... Guck mal so... Athen... Ja, aber griechisch neu ist doch Neo, oder nicht? Eigentlich ist es, glaube ich... Oder ist Latein. Um ehrlich zu sein. Das ist, glaube ich, Latein, oder?
so Neo-Anglizismus ja. und so. Das, das kommt das aus dem... Recht. Warte mal. Neo... Was ist denn dann auf Griechisch neu? Das weiß ich nicht. Ich kenne halt auch nur so zwei, drei griechische Wörter. Nee. Ach, guck mal. Neapel heißt ja auf Italienisch Napoli. Und Poli ist doch sowas wie... Warte mal. Mehr ist das. Nein, nein, wegen Metropolos. Also... Metropole. Metropolos. Weißt du, was ich meine? Stadt. Ach so. In Richtung Stadt. Dann wäre Napoli Neustadt oder sowas. Ja. Weißt du, weil Metropole, das ist auch irgendwie so das einzige Wort, wo ich schätzen würde, da steckt irgendwie das Wort Stadt mit drin. Und das Neo, Neu, das passt auch schon. Aber ich bin bei Griechisch einfach nicht fit, da habe ich keine Ahnung. Hm. Es ist natürlich sehr komisch, dass eine italienische Stadt mit aus einer griechischen Wortherkunft kommt. Das stimmt schon. Aber also es wäre auch komisch bei einer spanischen oder bei einer portugiesischen Stadt. Ja, das ist ein gutes Argument, das stimmt. Die Frage ist halt, ist Neapel älter als... Vielleicht ist Neapel halt einfach... Neapel ist sau alt, auf jeden Fall. Genau, Neapel vielleicht ist es halt vor dem Römischen Reich sogar irgendwie so... Aber Lissabon ist, glaube ich, auch richtig alt. Lissabon. Könnte Lissabon... Ich glaube, das Ding ist, die Städte sind alle verhältnismäßig alt. Ja, schon. Die griechische Wort... Aber Neapel ist schon so die, wo ich jetzt spontan sagen würde, ist die älteste der Städte. Aber wissen tue ich es natürlich auch nicht. Aber die Idee mit Napoli ist schon geil. So, das ist schon eine echt gute Idee. Also ich würde auch sagen, guck mal, Metropole... Und Akropolis, Polis, das ist doch auch, das Akropolis ist ja, doch... Ja, das ist schon so. Das ist schon super smart, also das, ne? Oh Gott, ey, aber gamblen wir das ich jetzt? Ich wüsste halt nicht, wie man es mit Google absichern soll, ehrlich gesagt. Da würde ich das einfach das griechische Wort für neu suchen und dann gucken, was am nächsten drankommt vielleicht. Ist aber auch ein sauguter Joker. Ja, wobei sind ja. aber 64.000. Vielleicht ja. um den jetzt ja. zu benutzen. Ja. Also das sind unsere Optionen. Ich würde jetzt sagen, Google oder Zocken. Zocken wäre halt mega, das wäre halt mega krass. Aber wenn wir zocken, haben wir halt noch richtig viele gute Joker für die letzten Fragen. Ja, fuck dann das Zocken. Ich finde die Idee echt brillant. Und wenn das jetzt stimmt, dann klopfe ich dir auf die Schulter. Wenn nicht, zahle ich gerne die 5 Euro an Wikipedia. Ja. Okay, dann zocken wir. Wir nehmen... Ich kann immer nicht hingucken, weil ich so verzögert sehe. Ja, wir machen... Ich gucke dann wieder nicht hin. Wir zucken beide gleichzeitig, okay? Okay. Also, aber wenn das jetzt hier nicht stimmt, dann ist es vorbei, ne? Dann geht es erst nächste Woche wieder weiter oder so. Genau, dann ist Schluss. Dann war es okay. Das diese Woche mit Wer wird Millionär. Okay, ich logge ein. Wir nehmen C, Neapel. Und wir schauen beide gleichzeitig gleich drauf. Und ich nehme es jetzt. Okay, ich schaue jetzt. Ist richtig! Es war richtig! Yes. Es war richtig! Geil, Alter! Matteo, endlich bist du mal ein verkacktes Genie! Das war endlich. Ja richtig smart! Scheiße, Mann! Boah! Scheiße! Okay, oh, Hauke! Die Hauke. Pizza! Okay. Die Pizza für. Margarita? Doch! Wir sind mir relativ sicher, dass es die Pizza Margarita ist. Das ist so. Das Grün für die Flagge, das Weiß des Käse, das Rot, das ist für diese Prinzessin gewesen, um ihr eine Freude zu machen. Ja, warte, ich lese gerade die Frage für die Zuschauer vor. Welches Gericht wurde in den Nationalfarben seines Herkunftslandes kreiert? Nasi Goreng, Pizza Margarita, Cheeseburger, Moussaka. Das wäre auch das Erste, woran ich jetzt gedacht hätte, weil... Nasi Goreng. Also ich weiß, dass die Farben eine Bedeutung haben, zu 1000% sicher. Ja. Ich habe eine Doku über Pizza gesehen und da haben die eine Geschichte erzählt, wie dieser Frau diese Pizza geschenkt wurde und die wurde ihr zu Ehren in irgendwelchen Farben. Die standen nicht zwangsläufig für die Nationalfarben, aber für die Dinge, die sie repräsentieren irgendwie. Ich muss auch sagen... Lass es nehmen. Ich habe eine Geschichte gehört, in der kommt das vor. Wenn ich falsch liege...
okay, ja, so. Ja, ja, Hauke, da bin ich völlig bei dir. Der Cheeseburger ist es nicht. Der Cheeseburger ist eine Immigrantenerfindung von einem Deutschen, der in die USA ausgewandert ist. Das ist Quatsch. Ja. Also, ich bin da völlig bei dir. Okay, wir nehmen... Ich glaube, ehrlich gesagt, außerdem Nasi Goreng heißt übersetzt nur so viel wie Mischgericht oder so. Mhm. Also, wir nehmen Antwort B, Pizza Margherita. Soll ich wieder die Augen zuhalten? Ja, lass machen. Ich bin mir relativ sicher. Ich kenne eine Geschichte, die ziemlich sicher so ist. Okay, ich halte die Augen zu. Ich logge ein in 3, 2, 1. Wir nehmen es jetzt. Okay, ich gucke. Es ist richtig! Es ist richtig! Es ist fucking richtig. Hauke, das ist einfach unser Run! Das ist einfach unsere Runde, wie wir durchmarschiert sind. Wie wir durchmarschiert sind. Das gibt's einfach nicht. Ich lese vor. Für 125.000 Euro... Ein Exemplar welches berühmten Filmhelden wurde im Juni 2017 für gut 2,7 Millionen Dollar bei Los Angeles versteigert? Also. Warte mal. Gollum, R2-D2, Alien oder der weiße Hai? Ich habe auch was im Hinterkopf, aber mach du mal. Gollum ist keine Puppe. Ich glaube, es ist Andy Serkis. Der heißt Andy Serkis, glaube ich, der Schauspieler. Das wäre mir jetzt, also klar, es gibt bestimmt eine Puppe für den und so, aber... Warum sollte die so wertvoll sein? Die wäre jetzt im Film nicht so. R2-D2 könnte schon sein. Kann ich jetzt nicht sicher sagen. Ich weiß, dass R2-D2 ein Anzug war. Ja, und da war ja sogar ein Mensch drin. Genau. Alien, ist Giga nicht letztes Jahr gestorben? Wer ist gestorben? H.R. Giga, der Erfinder des Alien, der dieses Design gemacht hat. Es kann sein, dass ich mich täusche, aber ich dachte, der wäre gestorben. Das heißt, es ist nicht so... Also, H.R. Giga ist auch ein Künstler. Das kann den Wert natürlich noch krasser in die Höhe treiben. Das ist nicht irgendwer. Die Person, die das Alien erfunden hat ursprünglich. Also der heißt H.R. Giga. Hans Rüdli Giga oder so. Und der hat das erfunden. So. Und das Einzige, was mich daran stört, ist ein Exemplar, wie ich es berühmt finde. Warum sollte ein Alien-Anzug so viel wert sein? Der hat so viele Arbeiten gemacht, der Giga. Aber vielleicht der weiße Hai, weiß ich nicht. Guck mal, die haben ja bei dem Film Alien, haben sie ja Original-Props, also die haben es ja gebaut alles. Hm. Und da gibt es wahrscheinlich einen Anzug, der in dem ersten Film benutzt, das war ja alles, weißt du, also ich glaube, also, es gab einen Anzug, den haben die da benutzt. Und vielleicht ist es halt Original-Prop, das im Film benutzt wurde und das ist halt eine richtig krasse Skulptur. Also es ist ja, ich war mal auf einer Ausstellung, der hat... Ursprünglich hat er so Frauenkörper. Hast du mal von, ich glaube, Korn ist es. Korn, die haben ein Mikrofon, so ein ganz bekanntes. Das ist so eine Frau. Und das hat, glaube ich, H.R. Giga designt. Und so ähnlich sah Alien so früher. Es hatte früher Brüste, die Figur und so. Das war so eine ganz krass stilisierte Frau. Mhm. Und dann wurde er halt angesprochen und hat dann das Alien entworfen. Und auf dieser Wanderausstellung war auch eine Figur des Alien. So, von ihm erstellt. So, ob das jetzt die Figur ist, keine Ahnung. Also, aber okay. Ich halte es halt nicht für so super ikonisch, wie zum Beispiel einen echten R2-D2. Andererseits würde ich auch sagen, warum sollte den jemand versteigern? Wenn den jemand hat, dann hat George Lucas den. Der hat ein persönliches Museum bei sich zu Hause. Mhm. Also die George Lucas hat ein persönliches Museum zu Hause. Der hätte sich den doch schon lange gekauft, wenn man den kaufen könnte. Was mich auch so ein bisschen überlegen lässt, ist das Wort Filmhelden, was ja in Anführungszeichen gesetzt ist. Und Filmhelden, irgendwie, da passen eigentlich alle nicht so richtig rein, weil Alien... R2-D2 ist ein Held. Ja, genau, das ist eine der Figuren in diesem Film. Aber die anderen sind ja alle, oder Alien ist halt der... R2-D2 ist ein Held, der ist eine Hauptfigur. Aber zum Beispiel Alien... Frage, der rettet mehrfach das Leben der anderen. Ja, genau, aber Alien ist ja das Monster... Der weiße Hai ist das Monster. Gollum kann man schon so als Haupt... Also eine der Hauptfiguren. Ist schon so ein halber Held, ja. Ja, ja, schon. Ah, das kann ich... Ja, aber du hast Hauke, schon recht, so Filmfigur wäre es sonst eher, ne? Aber Hauke, meinst du nicht, das ist eine gute Frage für... Fuck, nee, das überlege ich gerade. Ich wollte gerade Google sagen, aber Google ist ja richtig schwierig. Ja, weil hier ist das erste Mal, dass ich sofort sage, ich könnte mir gut vorstellen, dass Maurice das weiß. Stimmt. Er liest schon viel Social Media und so. Ja, das so könnte Nerd-Kram. Schon hinkommen, dass er das mitgekriegt hat. Ja, könnte gut sein.
Ich weiß halt nicht, ob Maurice halt so Film-Connoisseur ist oder so sich für... Ja, das ist das Problem. Also meine Mutter weiß es auf keinen Fall, Simon weiß es auf keinen Fall, weil es ist eine Filmfrage. Ja, Gino weiß das, glaube ich, auch nicht, außer er hat es mal zufällig gelesen. Aber auch wenn er es gelesen hat, das war vor einem Jahr, sowas behält man halt nicht im Kopf. Also das ist kein Fact, wo man sagt, oh, das ist mir mega wichtig. So, das ist voll, weil es einfach nur, es war eine Versteigerung von einem Filmprop. Ich sage, Gollum ist es nicht. Ja, genau. Gollum würde ich auch komplett ausschließen. Weil da gibt, guck mal, auch wenn die eine Replika machen würden von dieser, das ist ja so ein Mischmasch aus CGI und dem Schauspieler. Und wenn die da eine Replika machen würden, die wäre niemals so viel Geld wert. Niemals. R2-D2. Okay, warte, pass auf. Ja. Ein richtiger Nerd, der gerade streamt. Fällt uns ein richtiger Nerd ein. Jemand, stimmt, der sich echt gut auskennt. Stimmt. Ich glaube, Denzen ist nicht online. Das habe ich eben schon gesehen. Der wüsste das vielleicht. Der ist zwar eigentlich eher so ein Nintendo-Nerd, aber das hätte gut sein können, dass er das mitgekriegt, stimmt, hat. Der hat so viel Figuren sammeln und so ein Kram. Boah, wir bräuchten Daniel Schröckert als Telefonjoker. Hm. Der geht aber nie ran. Okay, schade. Und ist selten. Ich habe den schon ein paar Mal als Joker bei anderen Spielen genommen und der geht immer voll wenig, also voll selten ran. Oh Mann, ey, wer könnte ein super krasser Nerd sein, der auf Twitch... Ey, weißt du, was wir machen sollten? Wir sollten den Streamer-Joker ein bisschen anpassen und zwar, dass uns der Chat Sachen vorschlagen darf und die werden uns weitergeleitet von Maurice, weil der Chat weiß ja, die kennen ja voll viele Streamer und die wissen auch, wer gerade on ist. Das Problem ist, wer online ist, weil ich weiß sofort Streamer, die das wissen würden, aber die sind nicht on. Ja, genau. Wir sollten für die nächste Ausgabe, wir sollten vielleicht den Streamer-Joker mit dem Chat irgendwie verbandeln. Ist Andy Dev on? Das weiß ich nicht und wir dürfen es halt auch nicht gucken. Okay, was haben wir denn noch für? Wir haben noch den Maurice-Joker, wir haben noch Google und Telefon haben wir auch noch. Telefon, ich würde Maurice fragen, glaube ich, einfach mal. Ich meine, im schlimmsten Fall hat er es jetzt nicht gewusst, ja, aber ist nicht so unwahrscheinlich, dass er das mitgekriegt hat. Und wir haben eh nur noch zwei Fragen, dass da jetzt irgendwie die super krasse Physikfrage kommt, ist eher unwahrscheinlich. Wir nehmen Maurice, ja? Okay, wir ziehen den Frosch-Joker und ziehen Maurice mit in diesen Call. Wir haben echt Chancen, gerade die Millionen zu holen, Matteo. Ja. Okay. Hi Maurice. Also, ich weiß es nicht, aber ich habe ein paar Gedanken. Erstens, der weiße Hai. Das ist vielleicht ein guter Film, aber ich glaube, es gibt relativ wenige richtige Fans, die vor allem 2,7 Millionen für diese Requisite ausgeben würden. Na, galt damals ja als irgendwie der Film mit den krassesten Special Effects. Ja, und das Ding ist, der weiße Hai ist einfach der Klassiker. Rekordverdächtig oder so. Also, glaube ich nicht. Gollum. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Puppe war oder ob das nicht irgendwie anders gemacht wurde. Nein, das ist anders gemacht. Nee, das war ja, ich bin 100% sicher. Das war Motion Capturing plus CGI drüber gelegt. Ja. Da kenne ich sogar noch die Bilder so, wo man den Schauspieler sieht und dann sieht man nebendran die CGI und es wurde so Echtzeit gecaptured sogar, glaube ich, oder sowas. Da sieht man irgendwie sowas. Das ist voll krass, aber das ist keine Puppe. Beziehungsweise es gab da vielleicht sogar Puppen, die benutzt haben, aber am Ende war es keine Puppe. Alien und Star Wars sind ein riesen Franchise. Da gibt es richtig viele Fans und da kann ich mir diese Summe vorstellen. Ja, aber meinst du nicht, R2-D2 war unter uns, der wäre für mehr weggegangen, oder? R2-D2 wäre noch teurer gewesen. Das ist super schwer zu schätzen. Der echte R2-D2? Ja, ich meine, bei Giga ist halt das Ding, dass der auch Künstler ist. Ich weiß halt sicher, dass das Alien von einem Künstler designt ist. Das ist ein Kunstwerk quasi. Ja. Also Maurice, wozu würdest du tendieren? Also zu B oder C, oder was? Also was ich noch sagen kann, was ich wohl auch noch weiß, ist, dass ja die Rechte an Star Wars ja auch 2017, ich glaube Ende 2017, an Disney verkauft worden sind. Mm. Und ich kann mir vorstellen, dass bei dem Rechte übertragen, dass dann vielleicht auch irgendwie Requisiten verkauft worden sind, weil man gesagt hat, wir machen Sachen neu oder so. Das fände ich irgendwie logisch. Aber ich finde auch das Argument, dass R2-D2 vielleicht noch mehr Geld eingebracht hätte, auch nicht ganz abwegig. Deswegen bin ich mir steht ja auch ein Exemplar, welches berühmten, ne? Es könnte halt auch in Anführungsstrichen irgendeine R2-D2 aus irgendeinem der Filme sein. Wird ja nicht nur eine geben. Okay, wo wir gerade bei 2017 ist Alien
nicht von 1977. Nee, ne? Das war nicht irgendwie Jubiläum, dass irgendwie gerade ein rundes Jubiläum war oder so. Keine Ahnung, so irgendwie. So alt? Ich meine, der war so. Ich glaube, wann ist Star Wars? Boah, habe ich auch keinen Plan. Aber war das nicht. Alien habe ich so im Kopf. Das ist 1977 war der erste Teil. Star Wars war, glaube ich. Ja, doch, das kommt irgendwie hier so grob. Sind die nicht beide mega alt? Beide irgendwie ja. 60er, 70er oder so. Ja, also. Also ich sag, wir sind uns alle einig, dass B und C die heißen Kandidaten genau. sind, aber wir müssen da, glaube ich, noch einen Joker reinblasen. Ja, ja, da bin ich aber da. Wenn wir auf eine der beiden Figuren googeln, haben wir eine gute Chance zu treffen. Und zwar ist der Joker auch noch weg, aber wir haben immer noch Telefon und Streamer. Ja. Okay. Wenn wir einfach googeln. Okay, aber würdest du die Juni 2017 2,7 Millionen Dollar los und dann R2-D2? Ja. Willst du das mal machen? Ja, okay, ich mach das. Okay, warte mal. Lass mal, ich überlege kurz, wie wir das gut formulieren. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist schon ganz geil. Also ich würde sagen, ja, Juni 2017, Versteigerung 2,7 Millionen R2-D2. Ja, genau. Und wenn wir da nichts finden, dann nehmen wir einfach Alien. Nein, warte mal. Ich habe Angst vor dem weißen Hai. Ich habe Angst, dass der weiße Hai doch noch relevant ist und wir übersehen das einfach. Ich kann mir das total vorstellen, dass auch der weiße Hai. Okay, pass auf, wir googeln. Juni 2017, 2,7 Millionen Dollar, Versteigerung, Film. Ja, das ist gut. Das ist okay, gut. Ich sag's jetzt, okay? Ja, tu es. Und? Juni 2017, 2,7 Millionen Dollar, Versteigerung, Film. Star Wars, R2-D2 für fast 3 Millionen Dollar versteigert. Nice! MacWelt, erster Artikel. Star Wars, Han Solos Laserpistole bringt eine 500.000. R2-D2 für 2,76 Millionen Dollar weg. Das ist R2-D2. Okay, nice. Geil. Geil, oh, ey. Geil, ey. Hammer geil. Okay. Geil. Danke, Maurice. Ja, danke, Maurice. Lag auch sehr gut. Also, wir nehmen Antwort B... R2-D2. Ich logge ein, wir machen nichts mit Augen zu halten, wir nehmen es einfach. Safe. Es ist safe. 125.000 Euro sind in unserer Tasche. Okay. Hauke, bist du bereit für die 500.000-Euro-Frage? Ich bin immer bereit, Alter. Okay. Wir haben den Cleverbot noch an Bord. Ja, Mann. Wobei handelt es sich um eine afrikanische Fangschrecke? Dämonenbusch, Teufelsblume, Hexen... Strauch, Satanshecke. Hauke, wir haben dann noch den Biologen bei dir, oder? Der ist kein Biologe, Alter. Der weiß nichts über Biologie. Der weiß nur was über Technik und Wissenschaft. Also, eine afrikanische Fang... Ich will eine Funny-Theorie aufgeben. Ja, ich bin da voll dabei. Ja. Kolonialisierungszeit, Forscher kommen dahin und so und entdecken eine Fangschrecke. Mhm. Und sagen, das Ding heißt Satansschrecke. Und irgendjemand, der afrikanischer Muttersprachler ist, hört Satanshecke. Ja, aber... Und dann heißt das Ding plötzlich das so. Funktioniert... Ist nur, ich will es nur einmal gesagt haben. Ja, das funktioniert aber nur in Deutsch. Ich habe aber auch eine wirkliche Theorie. Ja, das ist auch der Name, Alter. Das ist nach dem deutschen Namen wird gefragt. Ja, also, guck mal, bei mir, ich würde jetzt so rangehen. Eine Fangschrecke ist sowas für mich wie sowas ähnliches wie eine Gottesanbeterin. Weißt du? Ja, glaube ich zwar nicht, aber ja. Also würde ich jetzt also eine Fangschrecke ist halt sowas wie eine Gottesanbeterin, die andere Insekten fängt und die, damit die diese Insekten fängt, sieht die so ähnlich aus wie eine Blume oder ein Busch oder irgend sowas. Und deswegen haben die entweder Dämonenbusch, Teufelsblume oder Hexenstrauch genannt. Also ich wäre weg. Das Ding ist, du hast halt einen ganz guten Punkt, weil ich habe ein Ding, bei dem ich zu
70% sicher bin, dass das ist. Ja, was denn? Ich will, weiß ich nicht. Hast du noch, sag erst deine Theorie, weil ich will dich jetzt nicht beeinflussen. Weil ich, also ich versuche dann immer erst ein bisschen Bullshit zu erzählen, weil ich denke, vielleicht kommst du mit dem geilen Scheiß. Ja, warte. Und wenn wir dann die Überschneidung haben, weil ja, deins ist schon in die Richtung, es war dabei, bei dem, die du gesagt hast. Ja, also, bei mir wäre es so, es gibt ja so voll viele Insekten, die so einfach aussehen wie so Äste oder Blumen oder sowas. Und bei einer Gottesanbeterin habe ich immer so das Gefühl, das ist entweder wie so ein Strauch, weißt du, so, also trockene Äste, oder halt, Blume ist halt schwierig, da müsste das Ding schon bunt sein und irgendwie so voll krass. Ich weiß es einfach nicht, aber ich würde so in Richtung Hexenstrauch, Dämonenbusch, Teufelsblume. Teufelsblume klingt eigentlich auch ganz geil. Ich kann da sagen, ich sag Teufelsblume zu 70%. Also in meiner Erinnerung sieht das Ding nicht aus wie eine Gottesanbeterin, aber ich habe keine Ahnung, wie das aussieht. Ich kenne Fangschrecken nicht. Es könnte auch eine ganz normale Heuschrecke sein, ja, die ganz lange. In meiner Erinnerung das Ding. Und mit den Flügeln und so sieht das halt eher aus wie eine Blume, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt. Also ich bin mir zu 70% sicher, dass es eine Teufelsblume gibt. Boah, fuck, das wäre so die geile Google-Frage gewesen, ey. Also wir hätten einfach afrikanische Fangschrecke. Und dann, nee, das wäre gar nicht geil gewesen. Okay, Hauke, wir müssen Joker benutzen. Ja, welchen denn? Ich würde erstmal Cleverbot raushauen. Einfach Cleverbot fragen, was ist die Teufelsblume? Okay, frag Cleverbot. Dann okay, erzählt er uns ein bisschen Bullshit. Dann haben wir, warte, oder wir heben ihn für die Millionen auf. Er bringt uns eh nichts. Ja, ist eigentlich schon geil, den für die Millionen aufzuheben, stimmt. Er hat halt noch nie irgendwas gebracht. Ja, der bringt gar nichts. Ich würde ihn aber trotzdem gerne bei der Millionenfrage stellen, stimmt. Ich sag, Streamer oder zocken. Nee, zocken auf keinen Fall. Ich werde jetzt nicht mit 3 Jokern hier sterben. Also Streamer, ey, bin ich. Ich sag 20 Euro an Wikipedia. On top, wenn es nicht die Teufelsblume ist. Alter, wie kommst du auf Teufelsblume? Mann, ich bin mir halt voll sicher, dass ich das schon mal gehört habe. So. Natürlich kann auch sein, dass es noch einen anderen Käfer gibt oder also eine Schrecke und ich habe mich irgendwie versehen oder so. Ich sag aber Teufelsblume. Nee, ich will nochmal einen Streamer befragen. Okay, fällt dir irgendjemand ein, der irgendwie nur in die Richtung gehen könnte, der irgendwas davon weiß? Es muss nicht mal gut sein. Einfach nur irgendjemand, der uns irgendeinen Input gibt. Ganz ehrlich? Nee. Bei mir auch nicht. Okay, dann machen wir es so, Hauke. Wir ziehen den Streamer-Joker und gucken jetzt auf Twitch und suchen uns gemeinsam einen Streamer raus. Weil ich weiß auch nicht, wer online ist. Wir müssen jemanden ziehen, der online ist. Warte kurz. Lass erst überlegen, ob es wirklich jemanden wissen. Ob wir nicht vielleicht doch jemanden eine Ahnung haben, wonach wir gucken könnten. Mein Problem ist, wenn wir das jetzt, das ist eine Frage, das weiß so gut wie niemand. Wenn wir jetzt einen Streamer fragen, gibt der eine Antwort, weil der sich genötigt fühlt. Und dann gibt der eine Antwort, die ist vielleicht nicht das, was ich sage. Und ich bin mir zu 70% sicher, dass es das ist. Und dann lassen wir uns nur verunsichern und nehmen doch den Hexenstrauch oder so, obwohl das nicht stimmt. Also, was ist jetzt der. Was ist jetzt die Dings daraus? Also, was willst du. Dass der Joker uns vielleicht eher schadet, als dass er uns hilft, ist mein Punkt. Okay, dann vielleicht Telefon-Joker und wenn die Person nicht genau weiß, ob sie es weiß, dann sagen wir. Einfach sagen, wenn du es nicht weißt, oder was? Weiß das jemand von unseren Telefon-Jokern, ist die Frage. Weiß Gino sowas? Also bei Simon ist die Chance noch am besten, weil der hat, wie gesagt, der guckt wenigstens viele Dokus und so. Also es kann schon sein, dass man Glück hat und der hat das mal gesehen, so. Der ist zwar kein Biologe in dem Sinne, sondern eher ein Techniker, aber... Ja. Ey, lass ihn einfach anrufen, komm. Ja, ich ruf Simon an. Ja, ruf Simon an. Also wir ziehen den Telefonjoker, wir rufen Simon an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Okay, ich ruf ihn an. Aber fuck, warte, ich habe keinen Empfang gerade. Ich muss kurz warten, bis ich wieder Empfang hab. Ja. Oh nein, ey. Aber warte, ich kann ihn über WhatsApp anrufen. Ja. Eine Fangschrecke. Die Teufelsblume. Das klingt schon ganz geil, muss ich sagen. Hexenstrauch klingt.
Okay, ich rufe ihn an. Ja. Er geht nicht ran. Nein. Hallo Simon. Oh Gott. Na, ich spiele gerade live mit Matteo. Wer wird Millionär? Hast du gepennt? Okay, geil. Pass auf, ich muss dir eine Frage stellen. Ich bin mir nicht sicher, ob du es weißt. Die ist sauschwer. Das ist die 500.000-Euro-Frage schon. Ich stelle dir die Frage, lese dir das nochmal in Ruhe vor und dann hast ein paar Sekunden, also hast einen Moment Zeit zum Antworten und so. Es könnte sein, dass du mal eine Doku gesehen hast. Das Feld ist Biologie, aber leider Zoologie. Okay, ich lese vor. Wobei handelt es sich um eine afrikanische Fangschrecke? A. Der Dämonenbusch. B. Die Teufelsblume. C. Der Hexenstrauch. Oder D. Die Satanshecke. Afrikanische Fangschrecke. A. Der Dämonenbusch. B. Die Teufelsblume. C. Der Hexenstrauch. Oder D. Die Satanshecke. Oh shit, ich hab's schon befürchtet. Hast du irgendeine Idee? Teufelsblume, sagst du? Geil, das ist meine 70%-Tendenz. Okay, geil. Okay, geil, danke dir. Tschö. Okay. Die Teufelsblume auch. Okay, er ist sich nicht sicher, aber seine Tendenz ist auch Teufelsblume. Okay. Er sagt, das hat er mal gehört. Ja, hat ja. Gerade übers ja. Mikro so ein Geräusch gehört? Was habe ich gehört? Bei mir in der Bude? Ich habe nichts gehört, nee. Ich dachte gerade, hier in meiner Wohnung hätte es voll gepfiept oder so. Ich dachte schon, er hätte irgendwie an der Tür geklingelt, aber es klingt eigentlich anders. Nee, ich lass Teufelsblume nehmen. Fuck it, Alter. Wenn du Simon das einfach auch zumindest als Tendenz sagt. Wollen wir nicht einmal Cleverbot noch fragen? Weil ich glaube, wir sterben. Ich glaube, wir sterben jetzt. Oh Mann, ich will den für die Millionen haben. Wir sterben nicht, Matteo. Vertrau mir einfach, okay? Okay, Hauke. Okay. Das ist die Teufelsblume. Sonst 20 Euro an Wikipedia und ein Döner für Dönerwette. Dönerwette, dass es die Teufelsblume ist. Okay, ich gehe die Dönerwette mit dir ein. Also, wir nehmen. Okay, wir nehmen also B, die Teufelsblume. Oh, ich guck weg. Okay, ich guck auch weg. Wir nehmen B, die Teufelsblume. Ich gucke in 3, 2, 1. Es war richtig! Ja, Hauke, es war richtig! Oh Gott! Ich bin der Allerbeste! Oh Gott, ich hab noch nie jemanden so gerne einen Döner geschuldet. Holy shit! Oh, ficken, ey, ist das geil! Mann! Alter, Pogchamp. Okay, so jetzt. Yes! Die 1-Million-Euro-Frage lautet, welcher Schriftsteller, fuck, saß wegen Majestätsbeleidigung in Festungshaft. Franz Werfel, Tennessee Williams, Edgar Wallace, Frank Wedekind. Warum sagst du, es war Edgar Wallace? Weiß ich nicht, weil ich habe Edgar Wallace deswegen im Kopf. Ich kenne die anderen nicht mehr. Ich dachte auch, aber ich kenne die anderen nicht mehr richtig gut. Okay. Frank Wedekind, aber... Okay, Hauke, lass uns erstmal direkt Cleverbot fragen, oder? Okay, wer saß schon mal in Festungshaft? Ich dachte, ist es nicht der Autor von der Graf von Monte Cristo oder so, aber der heißt, glaube ich, Dumas, oder? Der ist nicht dabei. Das ist Dumas, ja. Weil ich habe letztens noch die Verurteilten gesehen und da sagen sie, dass es Dumas ist. Also der Schreiber vom Graf von Monte Cristo. Aber der ist nicht dabei, nee. Edgar Wallace. Warum Majestätsbeleidigung. Okay, ist es Majestätsbeleidigung. War das Majestätsbeleidigung einfach so oder war das in einem Buch? Wurde vielleicht ein das Werk von einem dieser... Das muss in einer Zeit sein, wo das noch durchgesetzt wird. Naja, man muss sagen, diese Majestätsbeleidigungsdinger, die werden heute noch durchgesetzt. Ja, aber Festungshaft, Alter, das bedeutet, du kommst halt in eine Festung, die ein Knast ist. Ach so, okay. Okay, holy shit, keine Ahnung. Also, ich würde sagen... Tennessee Williams kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde sagen, ich frage einfach, Cleverbot, welcher Schriftsteller saß in Festungshaft?
Oder warte mal, welcher Schriftsteller saß wegen Majestätsbelästigung in Festungshaft? Das ist aber schon zu speziell. Okay, wie sieht's mit Mietbekotze aus? Lass den Streamer-Joker nehmen, die liest viel. Da ist eine echt gute Chance, dass sie es weiß. Die ist wirklich, die ist belesen. Okay, na gut, dann machen wir erstmal, Streamer-Joker, Mietbekotze. Bin ich nämlich dabei, Also ganz dolle, dass sie noch on ist. Ja. Ja, die ist noch on. Ja, ja, warte. Ich gehe schnell drauf. Warte. Ja, Mietze Kotze, bevor ihr irgendwas lädt. Okay, ich bin drauf. Jetzt hoffen wir ganz doll, dass sie nicht im Game ist. Sie ist nicht im Game. Jetzt. Okay, geil. Dann nehmen wir sie. Ja, schnell. Bitte jetzt den. Nimm sofort hin. Alle rüber zu Mietze Kotze. Und oh, schnell die Frage stellen. Oh nee, beendet. Sie geht gerade weg. Beendet sie gerade den Stream? Nein! Warte! Schreiben alle schon, warte! Okay, geil. Jetzt darf ich auch nicht mehr hingucken. Hier, zack, ich hab den Link gepostet. Schnell wieder zumachen hier. Schnell wieder zumachen und von ihrem Stream weg, damit ich den Chat nicht sehe. Bitte alle rein. Okay. Oh Gott. Was macht sie denn da hinten? Ist das eine Katze? Ist sie da? Da ist eine Katze, ich weiß nicht, was sie macht. Wo ist sie denn? Okay. Reportet sie für AFK-Streamer. Reportet sie. Nein, followed ganz viel, damit dass sie sich wundert, was geht jetzt denn ab? Okay, followed, dann hört sie das. Klingelt. Sie hört das. Das ist wie so ein Alarm wahrscheinlich bei ihr. Ja, Mann, die ganze Zeit, wenn alle followen, dass die ganze Zeit bing macht, ja, das ja, merkt ja, sie ja, dann. Ja. Oh, bitte, die ist bestimmt nur kurz pinkeln. Ich muss auch schon wieder pinkeln. Ich sehe, dass ihr nicht followt. Man sieht doch bei ihrem Stream so einen Counter, da passiert doch nichts. Da passiert nichts. Ich habe keine Ahnung, warum es gerade nicht geht. Da passiert gerade nichts. Ist sie schon offline? Nee. Da gibt's irgendwie Gurkenspiele. Offensichtlich ist da und irgendwas Gurken. Ist mir schon sympathisch. Nee, Gurkenspiele ist, wenn sie ein schlechtes Spiel hatte. Ja, weiß ich, Mann. Okay, jetzt kam ein Follow rein. Jetzt kommen nur Follows. Okay, geil, das sind drei neue. Das heißt, die Leute haben alle gefollowt. Geil. Jetzt müsste es eigentlich klingeln wie bescheuert. Ja. Oh Gott. Wo ist... Ey, dass sie auch in der Sekunde aufsteht und weggeht. Das kann nicht sein. Und alle schreiben noch warte und sie geht erstmal ein Häufchen produzieren oder so. Oh Gott. Da hat jemand 10 Euro oder die Frage in den Chat spammen und followen, wie blöde. Geil, hat jemand hat 10 Euro. Ja, hab ich auch gerade gesehen, ey. Gott. Gott, Jenny, es geht um 1 Million Euro. Bitte komm zurück jetzt. Oh, soll ich ihr schreiben auf Twitter oder so? Ah, nee, kann ich nicht. Nee, darfst du nicht. Wir dürfen einfach nur den Stream aufhaben. Sie kann nicht so lange weg sein. Was hat sie denn gesagt am Ende? Was soll ich den Chat? Maurice kann aus dem Chat auswählen, was sie wohl gesagt hat, weil sie weggegangen ist. Ey, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht sein. Ich bin richtig sauer. Ich lese sehr viele Troll-Antworten und einmal, sie hat will ihre Katzen füttern. Okay, Katzen füttern ist noch okay. Warte mal. Nicht Troll-Antworten. Achso, Troll-Antworten, wo sie hin ist. Okay. Ich dachte jetzt, Leute spammen den Chat mit Trollantworten. Nee. Wo sie hin ist. Guck mal, da unten links sehe ich jetzt erst, da ist auch, wo die Katze liegt, ist eine Kamera drauf. Stimmt. Die ist doch eben auch abgehauen. Da dachte ich, das wäre sie unter einer Decke, aber es sind wirklich keine Katzen. Okay, wie lange kann Katzenfüttern dauern? Man macht halt diese Katzendosen, Futterdose auf. Sie kommt! Ich sehe sie! Sie kommt! Ich habe sie in der kleinen Cam gesehen. Ich hab sie gerade laufen sehen. Okay, ich mach Ton an. Dann höre ich uns wieder doppelt. Wir müssen wenig reden. Fuck, ich muss den Ton ja erstmal. Okay, so schnell und sofort minimieren. So. Den Ton wieder hochfahren. Musik aus. Kann ich mir, ey. Pff, nicht hingucken. So. Das kann nicht sein, dass es bei der 1-Million-Euro-Frage gerade passiert. Ton wieder stumm erstmal. Ich raff's halt auch nicht. Wie kann das sein? Das ist die eine scheiß Millionen-Euro-Frage. Schnabel. Und die ist einfach nicht da. Und sie war eben da. Ich hab sie doch gesehen.
Die habe ich auch gerade gesehen. Jemand hat ihr gerade 40 Euro donated. Ja, habe ich auch gerade. Damit sie endlich kommt. Oh Gott. AFK Sascha hat gerade gefollowed. Ey. Aber das Gute ist, sie hat ihr Miete kommt zu Food. Sie hat ihr Donation Goal erreicht, Hauke. Sie hat ihr Donation Goal erreicht gerade eben. Die hat ihr Donation Goal übertroffen. Die wollte 30 Euro, 56. Können die Katzen auch nochmal fürstlich mampfen? Vielleicht Fettigfutter, dass sie das nicht erst kochen oder erst ein Kaninchen fangen muss. Da kommt sie. Oh mein Gott. Leise, leise, leise. Okay. Und wir sehen den Chat. Hallo? Aber, oh Gott. Ich halte den Chat bei mir zu. Ich halte mir die Augen zu. Es geht zu schnell, Leute. Ich kann den Chat nicht lesen. Ich mach die Augen zu. Ich kann es tatsächlich nicht lesen, weil es zu schnell vorbeifließt. Nicht Leute. Zu schnell die Frage fragen. Welcher Schriftsteller saß wegen was Majestätsbeleidigung in Festungshaft? Ha. Also. Majestätsbeleidigung. Das klingt nach Großbritannien. Ich glaube, Franz Wedekind würde ich einfach mal ausschließen. Also ich würde sagen Tennessee Williams oder Edgar Wallace, aber danke für die 10 Euro. Edgar Wallace oder Tennessee Williams, wartet mal. Habe ich davon schon mal was gehört? Okay, das ist schon die Antwort. Das reicht schon, reicht schon. Maurice, kannst du wieder bitte meinen Bildschirm ausmachen, also meinen Stream schließen? Weil ich kann nicht hingucken. Nee. Also B oder C, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Lass ein Dankeschön da. Ist weg. Rein. Ist weg. Sag noch nett Danke, sag nett Danke. Ja, sag noch Danke, schick ein paar Herzen. Großbritannien sein oder so. Stell mich hier. So. Ich guck noch weg. Machen. Ist der Stream weg bei mir? Ich wieder an. Nee, noch nicht, kannst oder? Wieder gucken. Ich kann wieder gucken? Nice. Okay, also, sie sagt B oder C. Das war übrigens eine sehr gute Herleitung von ihr. Mit, das klingt nach England. Tennessee Williams oder Edgar Wallace. Wir haben noch den Cleverbot und Streamer ist jetzt gerade weg. Also wir müssen den Cleverbot jetzt benutzen. Wie stellen wir diese Frage? Wie stellen wir diese Frage? Ist völlig egal, es ist der bekackte Cleverbot. Ich weiß. Also. Okay. So, neuer Tab. Okay, überleg mal, was ist denn Edgar Wallace? So, ich stelle jetzt einfach die Frage an Cleverbot, damit wir das auch weg haben, ja? Hauke, kann ich es machen? Hauke? Hört mich noch jemand? Hm? Kann ich den Cleverbot fragen? Ja. Okay. Welcher Schriftsteller war in Festungshaft wegen Majestätsbeleidigung? Gut, Hauke ist gelöst. Wir haben's. Okay, cool. Die Antwort ist, ich gehe auf eine Fachschule. Matteo, ich muss kurz denkend herumlaufen. Okay, tu es. Tu es. Pass auf, ich will nicht frech sein, aber ich widerspreche ihr. Was? Ich glaube, es ist nicht Edgar Wallace. Auf keinen Fall. Der ist zu bekannt, das hätte man gehört. In keinem Werk, das mir im geringsten bekannt ist, spiegelt sich das wieder, dass der mal irgendwo saß. Tennessee Williams. Spinnig? Der ist doch Amerikaner, oder nicht? Kein Amerikaner sitzt doch... Ja, okay, ich bin auch nicht... Ich bin halt nicht belesen genug, offensichtlich. Aber... Also dieses Argument mit Majestätsbeleidigung, bla, man kam halt in den Tower. Aber Majestätsbeleidigung, dafür kommt man nicht in den Tower of London. So, und ich meine, okay, also ich glaube nicht, dass es Edgar Wallace ist. Tennessee Williams kann sein, aber ich habe den irgendwie als Ami abgespeichert. Vielleicht, wenn das falsch ist, bin ich ein absoluter Vollidiot. So, dann nehme ich alles zurück. Ich kenne nur Frank Wedekind. Und Frank Wedekind hat Sachen geschrieben nach meinem bekackten Schulwissen, die schon grenzwertig waren. So. Also auch schon so versteckte politisch motivierte Sachen und so. Ich habe leider keine Ahnung, was der geschrieben hat. Franz Werfel kenne ich gar nicht. Habe ich noch nie gehört, gebe ich offen zu.
Ich habe Frank Wedekind als jemanden abgespeichert, der über Grenzen geht. Deswegen fand ich so krass, als sie den sofort ausgeschlossen hat. Weil ich halte sie für wesentlich belesener, als ich es bin. Auf jeden Fall. So. Aber sie hat es ja auch nicht also nach... Also ohne jede Frage. Ja, aber sie hat es ja auch nicht so eingegrenzt nach, wen sie kennt, sondern sie hat einfach nur gesagt, das klingt nach England, also... So, das heißt, das war ihre Herangehensweise. Hauke, ich habe keine Ahnung, ich würde mich da komplett auf deine Antwort verlassen, weil ich ja keinen Input geben kann. Mein erster Gedanke war einfach Edgar Wallace, aber das liegt nur daran, weil ich die anderen nicht kenne. Okay, ich würde sagen, es ist A oder D und weil ich nur D kenne, würde ich D sagen. Okay, das bedeutet... Das ist nicht Edgar Wallace, glaube ich. Ja, das bedeutet, wir nehmen Frank Wedekind, Antwort D. Ist das korrekt, Hauke? Okay. Ja, ich bin ihr eine riesen Entschuldigung schuldig, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube einfach nicht. Bist du gar nicht, weil ich ja selber keine Ahnung habe. Ist ja nicht so, dass wir uns um eine Antwort streiten. Wenn es jetzt Tennessee Williams oder Edgar Wallace war, ey, Asche auf mein Haupt, ich glaube nicht, dass die es waren. Und wenn es die nicht waren, dann ist das Glück vielleicht, wenn Tennessee Williams kein Ami ist. So. Aber ich dachte, das ist ein amerikanischer Autor. Ich werde das jetzt einloggen. Und egal, ob wir die Millionen haben oder nicht, ich muss direkt danach pinkeln gehen, weil ich wieder fast explodiere vor Aufregung. Wir nehmen jetzt D, Frank Wedekind. Ich logge ein, halte mir die Augen zu, Hauke, und dann entscheidet sich, ob wir 1 Million Euro gewonnen haben. Mal die Augen zu. Ich logge jetzt ein. Ich logge ein, ich mache einen Countdown, dann logge ich ein. 5, 4, 3, 2, 1, eingeloggt. Oh Gott. Und ich gucke. Wir haben gewonnen! Hauke, wir haben gewonnen! Ja! Wir haben... Ja! Was? Oh, Tommy! Geil! Hauke, oh. Was? Wie? Wie hast du. Oh Gott, Hauke, Alter! Wie? Wie? Oh mein. Ich pinkel mir in die Hose. Ich pinkel mir sofort in die Hose. Ich pinkel mir. Oh mein Gott! Oh mein, ich muss pinkeln, ich muss sofort pinkeln gehen. Ich piss mir in die Hose. Ich komm gleich wieder. Ich muss auch pinkeln. Bin gleich wieder da. Okay, bis gleich. Oh Gott, Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Ich guck wieder in den Chat. Leck mich am Arsch, ey. Schummelhauke, so, wie Schummel? Also bitte. Ich komme. Ja, Hauke. Nee, hier wird schon mein Erfolg wird abgewertet. Hier wird gesagt, ich habe geschummelt. Hä, wie denn? Wie sollst du denn geschummelt haben? Ja, ich könnte natürlich geguckt haben. So. Wo? Ich könnte ja was aufgemacht haben. Ich habe ja einen zweiten Screen. Ich kann ja theoretisch auf dem zweiten Screen was aufmachen. Ja, warum sollten wir schummeln? Es geht doch um nichts. Also, oh Mann. Also ich bin immer noch fassungslos. Fassungslos. Vor allem verschmitztes Lächeln. Das ist ein bisschen, ist ehrlich gesagt ein bisschen schockiertes Lächeln, weil ich ist ein bisschen... Ne, war jetzt ein Glückstreffer und so, aber... Na,
Naja, es war kein Glückstreffer. Du hast es schon gut irgendwie argumentiert. So. Ja, erstmal gucke ich jetzt nach, wer Tennessee Williams ist, ob ich das richtig abgespeichert habe. Okay. Mir ist auf dem Klo klar geworden, ich sag mal, dass der Ami ist, ist jetzt kein Argument. Ne? Das hätte es sogar wahrscheinlicher gemacht eigentlich. Ich habe, ohne Scheiß, hätte da keine Ahnung. Einfach ist nur krass. Ami. Einfach nur krass. Holy shit. Ey, wie krass angespannt ich war die ganze Zeit. Ich musste halt wirklich zweimal pinkeln gehen. Ich bin wirklich traurig, weil alle sagen, ich schummel. Ach, Quatsch. Leute. Oh Mann, ich bin im Eimer. Ich bin richtig im Eimer. Okay, die Leute meinen, ich habe es aus Versehen im Chat gelesen, weil es zu obvious wäre, dass ich erst keinen Plan hatte und dann intuitiv geswitcht habe und dann die richtige Antwort erraten. Ja? Kannst du die Einstellung ändern? Welche Einstellung? Achso, oh, sorry, ich bin noch falsch. So. Hier wird auch geschrieben, Hauke hätte aber keinen Grund zum Schummeln. Das ist nämlich der ausschlaggebende Punkt. Warum sollte man bei so einem Spiel schummeln? Da macht man sich ja einfach nur selbst den Spielspaß kaputt. Macht da gar keinen Unterschied. Oh Gott. Bei mir. Er hat an seine Antwort geglaubt und hat es richtig gemacht. Ich habe ehrlich gesagt nicht an meine Antwort geglaubt. Ich dachte, es ist Franz oder der. Also pass auf. Was mir gehofft, Tennessee Williams als Ami habe ich abgespeichert und dachte, ja okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Hätte natürlich sein können und so, aber ich dachte, der ist schon in Amerika geboren. Und dann so alt zu sein, dass man Autor ist, dann kann man nicht mehr in Festungshaft. So. Also dann ist man irgendwann, wann ist der geboren? 1911 ist der geboren. Da kommst du nicht mehr in Festungshaft nach England. So. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, also super krass. Ihr habt auch geschrieben, Edgar Wallace wäre viel zu einfach gewesen. Ja, das ist nämlich auch das Ding. Das hätte man halt mal gehört. Das hätte man schon mal gehört. Also das ist egal. Edgar Wallace ist klar, dass der das nicht ist. Das haben wir alle gesagt, hätte man mal gehört. Als sie gesagt hat, Edgar Wallace war Tennessee Williams, hätte ich eher gesagt Tennessee Williams. Aber beide waren nicht so schlüssig. Okay, warte mal. Dann machen wir es so, Hauke. Wir machen jetzt abschließend... Jetzt ist eh zu spät. Den Stempel habe ich jetzt dank der Leute ewig. Nein, warte. Ich habe halt nicht geschummelt. Wir werden das jetzt klären. Und zwar werden wir jetzt eine Gerichtsverhandlung starten. Und in dieser Gerichtsverhandlung werden wir klären, ob du schuldig oder unschuldig bist. Und das ist dann das Ergebnis, mit dem alle für immer leben werden. Es wird nie wieder angesprochen. Maurice, starte die Gerichtsverhandlung. Okay, das finde ich gut. Ich stelle mich der Verhandlung. Ich lebe mit dem Urteil. Wenn das Urteil ist, ich habe geschummelt, dann lebe ich damit. Okay. Ungerechtfertigt, dann gehe ich in Festungshaft und schreibe danach ein Buch darüber, wie hart mich der Chat einfach... Wie der Chat mein Leben versaut hat. Ja, also Maurice bereitet gerade die Gerichtsverhandlung vor. Und dann werden wir... Ja, der Angeklagte darf den Richter stellen. Was? Hä? Wie? Ich habe doch nicht den Richter ausgewählt. Der Richter hat den Angeklagten ausgewählt. Richter ist befangen. Ja, aber ich werde die Entscheidung nicht treffen, sondern wir haben ja eine Jury. So, also. Ah, Festungshaft ist übrigens rein preußisch und nicht englisch. Das hätte auch geholfen, das wusste ich aber nicht. Oh, da habe ich auch keine Ahnung von. Ich habe keine Ahnung. Die erste Vermutung war doch Wiedekind. Nee, ich habe nur gesagt, ich kenne den. Ja. So. Also ich habe nicht, meine erste Vermutung war nicht, dass es ist. Ich habe nur gesagt, das ist mit Edgar Wallace der einzige, den ich kenne. Und als dann Tennessee Williams erwähnt wurde, ich gedacht, nee, der ist Ami, glaube ich. Kann auch sein Suchverlauf. Oh, das würde gehen. Wie? Denken die Leute jetzt, dass du das gesucht hast, oder was? Die denken, ich habe das gegoogelt, ja. Wie? Wann denn? Und wie? Ich sag mal, ja, okay, na, gesucht nicht. Das würde nicht gehen. Ihr hättet ja gemerkt, wenn ich tippe. Das hätte man ja gehört. So. Ah, wobei. Na, Mieze Kotze. Doch, da habe ich getippt. Die habe ich im Tab offen. Als wir Mieze Kotze aufgemacht haben, hätte ich tippen können. Als ob das jemand merkt. Nee, wenn dann den Chat gelesen. Jetzt sagen Leute, nee, wenn hätte ich den Chat gelesen. Das hätte ich theoretisch machen können. Ich hätte theoretisch rüberklicken können, das Streaming-Tool öffnen und da ist rechts an der Seite der Chat. Es wäre theoretisch möglich gewesen, ja. Okay, Maurice, können wir die Gerichtsverhandlung starten? Das kriegen wir nicht so. Suchverlauf und WhatsApp-Eingänge. Ja, genau, ich lege jetzt mein WhatsApp online. Warte ganz kurz, was hat Maurice gesagt? Cleverbot soll entscheiden, wird vorgeschlagen. Warte mal, ich will das ganz kurz. Was hat Maurice gesagt? Kriege ich nicht so schnell hin, Matteo. Kriegen wir nicht hin? Schade. Okay, dann lassen wir es Cleverbot entscheiden. Wir lassen es ein für alle Mal Cleverbot entscheiden. Ich öffne
Cleverbot. So, Moment. Jemand soll sein Augenmovement analysieren. Das macht aber keinen Sinn, weil ich muss da rechts rüber gucken, um zu sehen, ob ich noch streame. Weil der kleine Tab rot blinkt vom Streaming-Tool, wenn es nicht läuft. So, die Sache ist, wie viele Fragen müssen wir Cleverbot stellen, bis eine, bis eine Antwort rauskommt, ob Hauke schuldig oder unschuldig ist. So, ich werde jetzt Cleverbot befragen. So, wir gehen mal hier, Maurice baut gerade noch. Maurice, kannst du gerade ganz kurz auf die, auf den PC gehen? Da. So. Cleverbot soll entscheiden oder lebenslänglich. Man kann es hinten im Fenster sehen. Da im Fenster. Warte. So, ich werde jetzt Cleverbot befragen. Achtung. Ich kann es nicht überprüfen. Ist Hauke unschuldig? Und so. Das ist halt alles ist hell, was ich aufmachen kann. Selbst wenn ich den Browser öffne. Warte mal, du darfst nicht reinsprechen. Warte mal. Entschuldigung. Ist Hauke unschuldig? Okay. Cleverbot sagt, bist du ein Mädchen? Scheiße, okay, wir müssen anders fragen. Okay. Ist Hauke schuldig? Hat Hauke... Also. Okay, wir haben eine Antwort, Hauke. Wir haben eine eindeutige Antwort. Und zwar, die Frage lautete, ist Hauke schuldig? Die Antwort des Cleverbots lautet, nee, eben nicht, das ist alles deine Schuld. Ich denke, mit dieser Antwort können wir alle leben, dass ich wieder schuld bin an allem. Finde ich in Ordnung. Und somit wird uns die Millionen nicht aberkannt. Wir haben die Millionen geholt. Aber ich finde, wir sollten... Pass auf. Ja? Dann wünsche ich mir... Ah, du hast schon eine Idee, oder was? Dass immer, wenn irgendjemand sagt, einer von uns beiden hätte geschummelt, immer, für immer in der Zukunft müssen alle, die jetzt anwesend sind, das Gegenteil im Chat behaupten. Den anderen wirklich tot spammen damit. Sobald jemand Schummelteo sagt oder so, ernsthaft, jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit, sobald jemand sagt, du oder ich hätten geschummelt, bei irgendwas müssen alle, die jetzt hier sind, heiligen Eid schwören, dass sie dann sagen, das stimmt nicht. Das sind beides Ehrenmänner. Die werden niemals schummeln. Und sowohl Matteo hat noch nie geschummelt, als auch Hauke nicht. Das finde ich richtig geil. Weil dann können wir, oh mein Gott, wir haben dann eine Armee, das ist wie als wenn du irgendwie angeklagt wirst für ein Verbrechen stimmt, ja, und du hast tausend Augenzeugen, die sagen, nein, dieser Mann war mit mir essen. 100% ist der unschuldig. Genauso will ich es haben. Ich schwöre. Hier schreiben alle geschworen. Alle haben geschworen. Alle schwören. Das Geile okay. ist, sagen wir mal, selbst wenn ich jetzt zugeben würde, ich hätte geschummelt, müssten sie mir widersprechen. Richtig. Okay, finde ich gut. Finde ich gut. Okay, gut. Das also. Ist einfach nur brillant. Ja. So, damit würde ich sagen... Nein, hast du nicht. Damit würde ich sagen, beenden wir diese Ausgabe von Wer wird Millionär? Wir müssen auch noch einen Namen ausdenken, weil irgendwie heißt es gerade Mäntel wird Millionär, aber eigentlich müssen wir... Irgendwie müssten Streamer wird Millionär oder so müssen wir es nennen. Ja, wir haben es jetzt aber geschafft, Hauke. Was heißt denn das jetzt? Spielst du nicht mehr mit oder doch? Ich freue mich nicht mehr so richtig. Ich freue mich wirklich nicht so richtig, weil dieser Makel des Scheißestempels da dran klebt. Das heißt, wir müssen noch mal eine Ehrenrunde machen, wo wir die Millionen auf jeden Fall ohne jeglichen Zweifel gewinnen. Ja. Ja. Dann müssen wir welche machen. Dann muss ich eigentlich mal einen Tag herkommen und wir machen im Studio unter Aufsicht eines Schiedsrichters. Ja, und dann haben wir noch jemanden hier, der uns, wie Günther Jauch, die Fragen vorliest. Das wäre geil. In einem Anzug, der sitzt da. Gino, da könnte man meinen, der schummelt. Wir brauchen jemanden, der neutral ist, relativ. Wir überlegen uns was. Der Schiedsrichter ist doch gekauft. Cleverbot ist gekauft, ja. Wozu dann den Schiedsrichter, was? Achso, ja, weil wir eh nie betrügen. Stimmt, eigentlich brauchen wir nicht. Das stimmt. Lass uns auf jeden Fall eine Sonderausgabe davon machen, wo wir beide im Studio sind. Das finde ich auch ziemlich geil. Ich kenne sogar einen echten Fußballschiedsrichter. Ich könnte den fragen. Den habe ich bestimmt seit 10 Jahren nicht gesprochen. Aber ich könnte Dennis anrufen und fragen, Dennis, könntest du kommen und Schiedsrichter sein? Hier wird auch Joe Gerner vorgeschlagen. Ich finde beide gut. Ja, Joe Gerner war halt richtig geil. Naja, okay, aber wir machen auf jeden Fall eine Sonderausgabe mit Hauke und mit mir im Studio. Und dann würde ich aber es jetzt bei dem Ergebnis belassen und würde jetzt den Stream hier, also beziehungsweise dieses Segment hier beenden. Und dir noch einen schönen Abend wünschen und einen schönen Stream, Hauke. Und dann hören oder sehen wir uns beim nächsten Mal. Wann bist du eigentlich weg?
Erst Ende Oktober. Erst Ende Oktober. Okay, dann kriegen wir es vielleicht sogar davor noch hin. Das wäre nämlich richtig geil. Ja. Okay, alles klar. Gut, dann mach's gut, Hauke. Vielen Dank. Tschüss, und vielen Dank für die Millionen. Mach's gut. Ciao. Ja, kein Thema. Ich auch. Danke dir. Tschüss. Ja, nice. Also, als ob Hauke bei sowas schummelt. Das wäre richtiger Quatsch. Das wäre richtiger Quatsch. Also, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass Hauke bei sowas schummelt. Also gerade, wo es um nichts geht und es dann bei der 1-Million-Euro-Frage, da wird man sich das ja selber kaputt machen. Das ist richtiger Quatsch. Hauke, der Carry. Ja, man, Hauke hat richtig gecarried. Ich wusste nur diese Sache, ich wusste die nicht, aber ich habe mir die Sache mit Neapel richtig hergeleitet, mehr oder weniger. Matteo und Hauke, Ehrenmänner. Ja, wir müssen echt mal so ein Szenario machen, wo wir hier wirklich vor Ort sind und dann das so machen wir so zwei Stühle, sitzen wir hier und dann machen wir eine Wer-wird-Millionär-Ausgabe-Special mit auch jemandem, der im Studio ist. Das würde ich auf jeden Fall haben. Ich will ein Cleverbot-Emote. Scheiße, wir brauchen ein Cleverbot-Emote. Warte, Chat. Oh, warte mal, wir können den Cleverbot fragen. Sekunde. Cleverbot, zeig uns dein Emote. Zeig uns ein Emote. Ey, ohne Scheiß, ich will wissen, wer hat dich programmiert? Meine Eltern, ich bin ein Mensch. Wie heißt deine Mutter? Alter. Wie heißt dein Vater? Weil ich dich hasse. Weil du lügst? Dein Name? Fuck, nicht Beiname. Scheiße, Cleverbot ist klüger als ich. Wie können wir Cleverbot festnageln? Wir müssen jetzt hier so ein. Wir müssen irgendwie Cleverbot festnageln. Wie alt bist du? Wo bist du geboren? In welcher Stadt? Was? Leute, die verarschen mich doch, oder? Das kann nicht sein! Kennst du mich? Woher? Kennst du Hanau? Wie heiße ich? Ich heiße Matteo Ricciardi. Es ist immer noch so krass creepy, dass der Cleverbot meinen richtigen Namen sofort richtig schreibt. Ist es nicht fucking creepy? Warum kann der Cleverbot, Achtung, wir testen mal, Cleverbot versus Google. Matteo Ricciardi. Okay, das ist noch unheimlicher. Kennst du Google? Ich raff es nicht. Wo bist du? Hä? Zeig mir deinen Instagram-Account.
Oberkörper. Füße. Hä? Bist du Single? Wie heißt dein Freund? Karl und deiner? Hä? Wo wohnt Karl? Alter, das ist doch irgendwie weg, die ganze Scheiße hier. Ich raff es nicht. Hä? Wie heißt Karl mit Nachnamen? Sieht Karl gut aus? Sieht Karl gut aus? Ja. Mein Bruder im Supermarkt? Hast du Geschwister? Ist dein Freund dein Bruder? Also ja. Schwester? Warte mal, wo ist unser... Jetzt outplayen wir sie. Achtung, wir haben sie gleich. Sophie. Sie ist 28. Ich muss los. Weg von dir. Was suchst du? Ich kann eine Freundin sein. 12. Sie lügt! Sie ist 28 und heißt Sophie. Dumme Drecksscheiße. So. Gut, also, das war's jetzt mit Wer wird Millionär und warum ich Cleverbot eigentlich hasse.